Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Online-Seminarreihe mit Recht das Klima retten, einer Kooperationsveranstaltung von Germwatch, Green Legal Impact, Client Earth, dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen und der Heinrich-Böll-Stiftung. Nach einem sehr erfolgreichen Auftakt im vergangenen Herbst haben wir uns entschieden, diese Seminarreihe fortzusetzen. Nicht zuletzt auch aufgrund der erheblichen Dynamik, die sich in der Entwicklung des Klimaklagegeschehens derzeit abzeichnet. Deshalb würde uns natürlich besonders interessieren, wie Sie auf die heutige Veranstaltung aufmerksam geworden sind und ob Sie gegebenenfalls bei dem einen oder mehreren der vorausgegangenen Seminare schon teilgenommen haben. Hierfür würden wir jetzt eine Umfrage einblenden und uns freuen, wenn Sie einen kurzen Moment oder sich einen kurzen Moment nehmen würden, um die zwei Fragen zu beantworten. Genau. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, sie wird auch zeitgleich gestreamt und in den nächsten Tagen auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung abrufbar sein. Ein, zwei technische Hinweise vorab. Bitte nutzen Sie für Fragen. Ah, jetzt sehe ich die unbenannte Umfrage. Vielleicht nochmal kurz. Genau. Wie haben Sie von dieser Veranstaltung erfahren und haben Sie bereits an der Reihe in der einen oder anderen Form teilgenommen? Genau. Zu den technischen Hinweisen vorab nochmal. Fragen gerne in das separate Frage- und Antwortfenster und nicht in den Chat. Wir werden die Fragen im Hintergrund bündeln und dann an die Referentin stellen. Sie werden dann sehen, welche Fragen schon gestellt worden sind, können diese entsprechend liken. Dann muss man die Fragen nicht wiederholen und wir sehen dann auch, welche da auf das größte Interesse stoßen. Die werden wir dann natürlich auch aufgreifen. Hier im Chat werden wir Sie mit weiterführenden Informationen versorgen, mit Links oder Literaturhinweisen. Genau, ich glaube, wenn ich nichts weiter vergessen habe, dann können wir jetzt in den inhaltlichen Teil starten. Mein Name ist Katharina Freitag. Ich werde durch die heutige Veranstaltung führen. Hinter den Kulissen werde ich dankenswerterweise von dem Technikteam der Heinrich-Böll-Stiftung sowie von meinen Kolleginnen Marlene Becker, Annette Kraus und Lilly Fuhr unterstützt. Zwei Worte zu meiner Person vielleicht. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für europäisches Umweltrecht der Universität Bremen und seit 2017 Referentin für Klimaklagen bei Germwatch. Germwatch ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bonn und Berlin, knapp 80 Mitarbeiterinnen und über 800 Mitgliedern. Wir sind eine klima- und entwicklungspolitische Organisation und vor genau 30 Jahren gegründet worden und seit etwa 15 Jahren im Klimaklagebereich aktiv. Neben dem Bund Greenpeace, Protect the Planet und der Deutschen Umwelthilfe zählt Germwatch zu den 5 NGOs, die die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, die in diesem Frühjahr im sogenannten Klimabeschluss gemündet sind, von Anfang an strategisch mit begleitet haben. An dem Titel der Seminarreihe mit Recht das Klima retten lassen sich meines Erachtens einige Punkte sehr schön verdeutlichen, die wir in der heutigen Sitzung mit besonderem Fokus auf die Generationenfrage weiter vertiefen wollen. Zunächst einmal weist der Titel der Seminarreihe mit Recht das Klima retten darauf hin, dass wir uns in einer Zeit entscheidender politischer Weichenstellung befinden, um das Eintreten unbeherrschbarer klimatischer Kipppunkte zu vermeiden, die mit der Überschneidung der 1,5-Grad-Marke einhergehen. Bislang hat die internationale Klimapolitik im Allgemeinen und die deutsche bzw. Schweizer Klimapolitik im Besonderen keine ausreichenden Anstrengungen unternommen, um die Menschen vor den vermeidbaren wie unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu schützen. Deshalb ist Deutschland jüngst auch durch das Bundesverfassungsgericht zu einer ambitionierteren Klimapolitik verurteilt worden. Eine ähnliche Entscheidung gegen die Schweiz steht noch aus, könnte aber in der nächsten Zeit zu erwarten sein. Dazu werden wir später mehr hören. Der Titel der Seminarreihe macht zudem die Dringlichkeit des Anliegens deutlich, denn der Klimawandel ist eine Realität, die bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein existenz- und menschenrechtsbedrohendes Ausmaß angenommen hat. Und dabei tragen diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die Hauptlast seiner Folgen. Dies gilt für die besonders verletzlichen Regionen im globalen Süden, ebenso wie für die jungen und nachfolgenden Generationen. Und auch insoweit gilt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als wegweisend.
Vergessen sollten wir aber eben nicht, dass sich der Klimawandel nicht nur fernab von unserer eigenen zeitlich-räumlichen Lebenswirklichkeit abspielt, sondern zunehmend auch vor unserer eigenen Haustür und insbesondere marginalisierte und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen betrifft. Klimaschutz ist dabei nicht nur eine Frage der Generationengerechtigkeit, sondern vor allem eine Generationenaufgabe und eine Gemeinschaftsanstrengung. Die Stilisierung der Klimakrise zu einem Generationenkonflikt ist dabei wenig zielführend, da er einerseits Spaltung fördert, wo größtmöglicher Schulterschluss gefordert ist und zum anderen auch den Blick auf die wahren Konfliktlinien des Klimawandels verdeckt, nämlich denjenigen zwischen den sozialen Schichten und den globalen Bevölkerungsgruppen und damit eben auch den Blick verdeckt auf die Notwendigkeit einer sozial wie global gerechten Transformation. Dieses grundrechtsbedrohende Ausmaß der Klimakrise ist ein im doppelten Sinne, wenn man so will, beklagenswerter Zustand. Aus der selbstbemitleidenden Haltung des Wehklagens folgt jetzt aber zunehmend die selbstbewusste Handlung des Einklagens. Deshalb geht die Seminarreihe auch der Frage nach, welche Rolle den Gerichten bei der Durchsetzung von Klimagerechtigkeit zukommt bzw. zukommen kann. Und hierbei geht es, wie wir noch sehen werden, um eine ganz besondere Form des Klimaaktivismus. Zum einen treten mit den Gerichten neue Akteure auf den Plan und zum anderen geht es hier auch um ein gewandeltes Verständnis von Klimagerechtigkeit, das weniger politisch als vielmehr juristisch begründet ist. Hier geht es also nicht um politische Handlungsmöglichkeiten, sondern vielmehr um rechtliche Gebotenheit. Und damit geht es eben auch um eine Protestform, die ganz bestimmten Regeln, nämlich denen der dritten Gewalt, unterworfen ist. Und was genau das heißt und wie das im Einzelnen zu bewerten ist, über diese Fragen werden wir in den nächsten 2 Stunden gemeinsam nachdenken. Der Klimabeschluss gilt als wegweisend in Sachen Klimagerechtigkeit und hat den Weg zu einer deutlichen Verschärfung der Klimapolitik für die kommende Wahlperiode geebnet. Die nächste Bundesregierung wird sich nun daran messen lassen müssen, inwieweit sie die Erreichung der im Eilverfahren nachgebesserten Klimaziele durch ein entsprechend ambitioniertes Maßnahmeprogramm sicherzustellen vermag. Ich freue mich deshalb besonders darüber, dass wir im zeitlichen Nachgang zu den Bundestagswahlen die Gelegenheit haben, über das gerechte Maß an Klimaschutz mit KlimaaktivistInnen verschiedener Generationen und unterschiedlicher beruflicher Hintergründe ins Gespräch kommen. Und während es bei den Jungen um die sogenannten eingriffsähnlichen Vorwirkungen auf zukünftige Grundrechtsausübung geht, sind Grundrechte besonders vulnerabler Gruppen wie etwa älterer und chronisch kranker Menschen, laut einer Studie der WHO, insbesondere älterer Frauen, bereits zum jetzigen Zeitpunkt akut gefährdet. Ich begrüße heute Linus Steinmetz, Schüler und Fridays for Future Aktivist aus Göttingen und einer der jungen Beschwerdeführerinnen, die den Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts erstritten haben. Hallo Linus. Dann haben wir Frau Hollenstein, Schweizer Politikerin, ehemalige Nationalrätin sowie Vorsitzende des Vereins der Klimaseniorinnen, deren Klimaklage gegen die Schweiz derzeit vor dem EGMR in Straßburg anhängig ist. Mit guten Erfolgsaussichten, wie es scheint, womöglich bahnt sich hier also ein weiterer Präzedenzfall an. Frau Cordelia Bär, die Prozessvertreterin der Klimaseniorin, ist leider kurzfristig verhindert. Wir werden im Folgeseminar kommenden Dienstag aber nochmal Gelegenheit haben, um gemeinsam mit Professor Winter in die juristischen Details oder uns in die juristischen Details des Verfahrens einzudenken. Und last but not least, Frau Dr. Roda Verheyen, Rechtsanwältin und Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht. Sie hat bereits mehrere auch international für Aufsehen erregende Klimaklagen geführt und ist eine der Prozessvertreterinnen, die Beschwerdeführerin vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten haben. Und nach diesem historischen Erfolg ist sie gefragter denn je und weiter sehr umtriebig. Wir sind also wirklich gespannt, was als nächstes kommt. So weit, so gut. Ich würde sagen, wir starten mit Linus. Genau. Und vielleicht für alle, die sich jetzt gerade noch ein bisschen später eingewählt haben, bitte, ihr habt jetzt die Gelegenheit, auch an Linus Fragen zu stellen im Frage- und Antwort-Center, Fenster.
Und wir werden dann versuchen, diese Fragen jetzt in dem Gespräch mit einflechten zu lassen. Dinos, du warst 15, als du mit dem Streiken angefangen hast und im Oktober wirst du 18. Und nach wie vor musst du gegen eine, wie du selber schreibst, absurde Klimapolitik kämpfen. Vergangenen Freitag waren über eine halbe Million Menschen auf der Straße. Manche befürchten nun, dass aus der Klimabewegung eine Klimaklagewelle wird. Wie hat es denn bei dir mit dem Klimaaktivismus angefangen und was hat für dich dann letztlich den Ausschlag dafür gegeben, zu klagen? Das würde mich interessieren. Und dann vielleicht auch, wie sich aus deiner Sicht diese zwei Protestformen voneinander unterscheiden und welche für dich so in the long run eigentlich so ein bisschen erfolgsversprechender auch ist. Ja, ich hoffe mal, ich kann gut gehört werden und ganz kurz erzählen, wie ich angefangen habe. Wie du bereits erwähnt hast, war ich wirklich 15 Jahre alt, als ich angefangen habe, mit Fridays for Future auf die Straße zu gehen. Und im Grunde genommen habe ich das aus Frustration getan, weil ich schon davor irgendwie mich mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt hatte, weil ich mir so theoretisch darüber bewusst war, was die Klimakrise bedeutet, aber vor allem, weil ich gemerkt habe, überall, wo ich aktiv werden wollte und überall, wo ich aktiv war, konnte man Aktivitäten machen. Man konnte, wenn es gut lief, irgendwie sogar sich mit EntscheidungsträgerInnen treffen in meiner Stadt oder andersweitig. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass mir wirklich zugehört wird und ich hatte nie das Gefühl, als damals 15-Jähriger tatsächlich auch ernst genommen zu werden. Das hat sich geändert mit Fridays for Future, weil eben da das große Thema meiner Generation und irgendwie auch das große Thema für mich persönlich, die Klimakrise, zum ersten Mal von Jugendlichen selber ganz ins Zentrum der gesamtgesellschaftlichen Debatte gestellt wurde. Und für mich war das unglaublich befreiend, wie für Tausende und Abertausende andere junge Menschen eben auch, weil wir gemerkt haben, zum ersten Mal, wir brechen zwar eine Regel, aber dadurch schaffen wir es auch, uns Gehör zu verschaffen und tatsächlich gehört zu werden. Wir haben dann auch gemerkt, dass uns auch aktiv zugehört wird, gerade eben von der Gesellschaft, gerade von Medien und EntscheidungsträgerInnen da. Aber, und das war, glaube ich, auch ein großer Erkenntnismoment für mich, standen wir gut einen Monat oder anderthalb Monate, nachdem wir angefangen haben zu streiken in Deutschland, zentral mit 20.000 Leuten, glaube ich, waren das, vor der Kohlekommission in Berlin am letzten Tagungstag der Kohlekommission, die ja diesen sogenannten gepriesenen Kohlekompromiss beschließen sollte. Und wir hatten auch irgendwie dann ein Gespräch mit der Kohlekommission, wir hatten ein Gespräch mit dem Bundesminister und dachten, okay, wow, okay, ja, uns wurde tatsächlich zugehört. Wir wurden eingeladen, wir wurden auch von draußen im Raum, wo verhandelt wurde, gehört, wir wurden auf allen Ebenen gehört. Aber dann am nächsten Tag, am Samstag, ist dann eben die Entscheidung gefallen, 2038, wir wollen erst so spät aus der Kohle aussteigen, wie es tatsächlich auf keinen Fall für das Pariser Klimaabkommen reicht. Und da haben wir gemerkt, okay, wir sind auf der Straße und wir werden gehört. Die Frage ist, ob das, was wir sagen, dann tatsächlich auch aufgenommen wird, ob tatsächlich auch Entscheidungen daraus entstehen. Und dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl hat sich immer weiter durchgesetzt bei uns. Wir wurden auch immer mehr Leute auf der Straße und das war ein riesiger Erfolg. Aber haben auch immer wieder gemerkt, dass wir so ein bisschen von der Politik vertröstet wurden und dass die EntscheidungsträgerInnen auf einer politischen Ebene dann auch immer gesagt haben, ja, aber, und wir nicht auf einer Ebene mit ihnen diskutieren konnten. Und der Hochpunkt davon war ganz kurz noch praktisch der 20. September, wo wir mit 1,4 Millionen Menschen, so viele Leute wie es noch nie eine Demonstration in der bundesrepublikanischen Geschichte wahrscheinlich gab, an einem Tag in ganz Deutschland auf der Straße waren. Also wirklich eine unglaublich riesige Demonstration. Und wir dachten, okay, und heute wird außerdem das Kabinett über den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz abstimmen, was uns lange versprochen wurde. Das wird ja jetzt auf jeden Fall richtig klasse werden. Und jetzt werden wir eine Kehrtwende sehen. Und die haben wir dann eben auch nicht gesehen, sondern an diesem Tag, wo wir 1,4 Millionen Menschen waren, wurde halt eben ein Klimaschutzgesetz vom Kabinett als Entwurf beschlossen, das komplett an der wissenschaftlichen und politischen Realität von dem, was gebraucht wurde, vorbeigeschossen war. Und da haben wir gemerkt, okay, irgendwas ist hier falsch. Und das war für uns auch der Startpunkt, sich mehr damit auseinanderzusetzen, was können wir denn machen, was nicht nur auf die Straße gehen ist. Und innerhalb von weniger Zeit, von Wochen und nicht mehr als ein paar Monaten, sind wir dann halt eben zu den NGOs geraten, die schon lange klagen,
und die eben auch klar gemacht haben, ihr könnt auch klagen, ihr könnt auch mitklagen. Und so ist das Projekt für uns angefangen. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich sowohl zum Streiken wie auch zum Klagen gekommen bin, ganz schnell. Und ich glaube, es braucht beides. Und darüber können wir gleich auf jeden Fall auch noch länger reden. Aber ich gehe immer noch auf die Straße, auch wenn wir eine Klimaklage gewonnen haben, weil wir sehen, wir müssen noch immer noch mehr tun. Und ich glaube auch, es wäre kaum vorstellbar gewesen, mit aller Bescheidenheit vor 3, 4 Jahren so eine Klage zu gewinnen, weil gesellschaftliche Realitäten auch ganz anders waren und das Verständnis davon, was bedeutet die Klimakrise, eigentlich ein ganz anderes war. Und wir müssen eben erst dieses Verständnis auch auf der Straße verändern, damit sich danach juristische und legislative Realitäten auch verändern können. Also ich glaube, deswegen brauchen wir alle Methoden, die wir da anwenden können. Ja, danke, Linus. Sehr spannend. Also es ist im Grunde eine sinnvolle Kombination aus verschiedenen Mitteln, so wie du das jetzt dargestellt hast, und dass du erstmal den Eindruck hattest, über die Klage auf Augenhöhe quasi deinem Gegenüber begegnen zu können, dass man da erst ernst genommen wurde. Was du ja auch gesagt hast, ich kann nicht, zwar nicht wählen, aber ich kann die Bundesregierung verklagen. Das ist natürlich schon spannend, wenn man jetzt sagt, okay, Klimaschutz war jetzt eigentlich auch das wahlentscheidende Thema. Du wirkst dann im Grunde auf anderen Wegen da hinein. Was sind denn für dich so ein bisschen die Kernaussagen der Wahl gerade und was erhoffst du dir von der kommenden Bundesregierung in dem Zusammenhang auch? Ne? Ja, du hast ja hier auch über das KSG gesprochen. Vor allem über den Referentenentwurf, beziehungsweise genau, jetzt wurde er im Eilverfahren novelliert alles. Bist du ja zufrieden? Was erhoffst du dir eigentlich jetzt von dem, was in den nächsten Monaten gerade orchestriert wird in den Koalitionsverhandlungen? Ja, also vielleicht zum ersten noch ganz kurz zum Klimaschutzgesetz, also zum KSG, was ja novelliert wurde, nachdem die Klage, Entscheidung gefallen ist, nachdem das Bundesverfassungsgericht praktisch seine Entscheidung veröffentlicht hat. Und ich glaube, was da ganz schnell uns auch als Aktivisten klar geworden ist, ja, es wird besser und ja, wir machen Schritte voran, aber wir merken auch überall, wo wir nicht PolitikerInnen total knallhart an die Leine nehmen und ihnen sagen, das und das müsst ihr machen und das sind für uns rote Linien, da wird halt geschummelt und getrickst. Und ich glaube, was wir da zum Beispiel gesehen haben, ist halt, dass neue Zielsetzungen gemacht wurden, die sind immer noch nicht genug aus Sicht von Fridays for Future, aber die sind ein Schritt nach vorne. Aber sogar diese Zielsetzungen, die ein Schritt nach vorne waren, für die gibt es keinerlei Maßnahmen, die neu umgesetzt wurden im Rahmen des KSGs, die tatsächlich dazu beitragen werden, dass wir diese Ziele einhalten. Und was eben auch klar ist, es gibt immer noch Punkte wie den Kohleausstieg, aber auch wie die verfehlte Verkehrswende bis hierhin, die ist, wenn wir so weitermachen, unmöglich machen werden, die eigenen selbst vorgeschriebenen Klimaziele einzuhalten. Also ich glaube, diese politische Schizophrenie, die ist einfach ziemlich absurd und das war auch praktisch der Ansatz, mit dem wir in diese Bundestagswahl gegangen sind. Und zwar halt mit einer klaren Zielsetzung, wir brauchen Maßnahmen, um ein 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, um Paris einzuhalten. Und was wir eben aber auch sehen, und das ist jetzt meine Bewertung der Bundestagswahl, ist, dass Wandel auch praktisch parlamentarischer Wandel langsamer geschieht, als es uns manchmal gefällt. Und dass wir natürlich irgendwie dann doch immer noch 50% Volksparteien gesehen haben und auch immer noch einen Olaf Scholz gesehen haben, der, obwohl Klima ein entscheidendes Thema war für die Deutschen bei dieser Wahl, der sagen konnte, ich will erst 2038 aus der Kohle aussteigen. Trotzdem stärkste Kraft geworden ist. Also ich glaube, das sind diese Punkte, die einen frustrieren, durchaus, auch bei so einer Wahl, aber die uns trotzdem Hoffnung geben, weil wir sehen, es bewegt sich in die richtige Richtung und es bewegt sich zwar zu langsam, aber wenn wir diesen Druck aufrechterhalten und auch nochmal direktere Wege finden, wie wir zum Beispiel eben auch auf Koalitionsbildungsprozesse Druck ausüben, das ist ja nochmal was ganz anderes als eine Klage, aber es hat auch seinen berechtigten Raum. Dann werden wir es tatsächlich auch schaffen, auf einer Maßnahmenebene dahinterherzukommen und das schneller voranzutreiben, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und wir sehen jetzt eben auch eine neue Koalitionsbildung, die keine große Koalition sein wird. Und aus einer Klimaperspektive wird das absolut essentiell sein, weil die große Koalition war immer das Versprechen des maximalen Status quo. Und egal, welche Koalition wir jetzt sehen werden, und ich kann auch viel Kritik an sowohl einer Ampel als auch Jamaika sehr gut nachvollziehen, es wird aber keine große Koalition sein.
Und das eröffnet auf jeden Fall neue Möglichkeiten und neue Szenarien, in denen wir es schaffen können, ambitioniertere Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, das ist die Hoffnung, die wir gerade haben. Und dafür müssen wir auf der Straße sein. Dafür werden wir auch wieder auf der Straße sein im Oktober, auch während den Koalitionsverhandlungen. Und dafür müssen wir aber auch praktisch direkt interagieren. Gut, ja, ich glaube, um vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen den Bogen zu schlagen zu dem Klimabeschluss selber. Das Bundesverfassungsgericht spricht ja von der sogenannten intertemporalen Freiheitssicherung und du sprichst von dem größten vorstellbaren Stinkefinger in Richtung Freiheitsbegriff der FDP. Ich musste da sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ist das deine Art der juristischen Übersetzungsarbeit? Also man hat es hier ja mit sehr sperrigen Begrifflichkeiten oder technischen Formulierungen zu tun. Das ist ja, wie gesagt, auch eine Protestform, die sich im Grunde mit anderen Akteuren auseinandersetzen muss. Da ist vielleicht die Übersetzungsarbeit nochmal eine andere. Und ist es für dich vielleicht auch so eine Art späte Genugtuung für das Lindner-Bashing aus 2019, wo es hieß, Klimapolitik sei ja eher nicht was für Kinder auf der Straße, sondern für Profis? Und muss man das jetzt vielleicht auch ergänzen? Ja, also was für Profis in den Gerichten und nicht in der Politik. Also da würde mich auch nochmal so ein bisschen interessieren, wie hast du das alles erlebt, den Klimabeschluss selber? Wie bist du damit umgegangen, mit diesem neuen Format eigentlich tatsächlich? Und ja, was, genau, wie würdest du das dann nochmal irgendwie für dich, definieren oder was ist das Fazit, was du aus den letzten Monaten auch nochmal rausgezogen hast? Ja, das finde ich total spannend. Also zunächst mal war ja wirklich die große Überraschung, auch die große Überraschung in diesem Prozess der Klage selber, dass die Entscheidung dann doch eine so spannende Argumentation verfolgt hat und dass tatsächlich Freiheit ja in das Zentrum dieser Argumentation gestellt wurde, was für mich einfach unglaublich spannend war, weil auf einer gesellschaftlichen Ebene, wie die 2 Jahre vorher, immer wieder argumentieren mussten, wieso Freiheit nicht gegen mehr Klimaschutz spricht. Und jetzt von sich aus sind praktisch die Richterinnen auf uns zugekommen und haben gesagt, dass praktisch wir mehr Klimaschutz brauchen für mehr Freiheit oder für das Aufrechterhalten von Freiheiten. Und das war einfach unglaublich spannend. Und natürlich ist dann dieser Tweet, glaube ich, den ich dann Christian Lindner verfasst habe, ist eine Hyperbel, aber er illustriert natürlich auch ganz stark, dass wir durchaus eine Frustration empfinden, dass gewisse Werte, die uns auch selber wichtig sind und die tatsächlich auch total entscheidend im Kampf gegen die Klimakrise sind, gegen uns verwendet werden, auf eine total stupide und übersimplifizierte Art. Ich glaube, genau deswegen war es auch so interessant zu sehen, dass diese Argumentation gewählt wurde. Und ansonsten haben wir tatsächlich auch einfach gemerkt, dass dieser juristische Weg nochmal eine ganz andere Schlagkraft hat auf einer kurzfristigen Ebene, als es das Streiken von uns hat. Wir haben praktisch gesehen, dass wir da Hilfe von tatsächlichen Profis, also dann eben von KlimajuristInnen und von KlimawissenschaftlerInnen, natürlich die Hintergrundarbeit für jede solche Klage dann über Jahre erarbeiten, dass wir von denen unglaublich viel Hilfe bekommen haben. Dann halt Initiative ergriffen haben und eigentlich gar nicht so viel selber an Zeit investiert haben im Vergleich zum Streik und dann doch die legislative Realität sich verändert hat. Und ich glaube, das ist das wirklich Spannende. Und ich glaube, das war auch wirklich dieser Punkt, wo man gemerkt hat, das können wir anwenden und wenn alles gut läuft, dann werden wir es auch weiter anwenden und diesen Präzedenzfall mitnehmen und nutzen, um tatsächlich weiter vorzugehen, weiter zu klagen. Ja, super, Linus. Die Frage dieser intertemporalen Freiheitssicherung, du hast ja jetzt einmal gesagt, Freiheit spricht nicht gegen Klimaschutz. Vielleicht hier nochmal ein bisschen den Generationenaspekt reinzubringen. Hier geht es ja um die intertemporale Freiheit, das heißt, um eure zukünftige Grundrechtsausübung, die geschützt werden soll, beziehungsweise eben verletzt ist, wenn nicht rechtzeitig Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Vielleicht hier auch noch mal was zum Aspekt der Generationengerechtigkeit. Das fände ich einfach noch mal spannend, auch aus eurer Sicht zu sehen. Und dann habe ich aus dem Chat auch noch mal zwei Nachfragen, für die wir uns dann auch noch mal ein paar Minuten nehmen sollten. Genau, ganz schnell zu dieser Frage der intertemporalen Freiheit. Ich bin tatsächlich
oder es ist jetzt tatsächlich offensichtlich, dass dieser Begriff der intertemporalen Freiheit unglaublich eng verwoben ist tatsächlich mit diesem Generationenkonfliktsgeflecht oder zumindest mit der generationellen Perspektive auf die Klimakrise, weil eben die Klimakrise eine sich dauerhaft verschlimmernde Krise ist über Jahrzehnte hinweg und dadurch natürlich ein Großteil der Folgen auf den Schultern einer gewissen Generation lastet. Und deswegen auch ein Großteil der Folgen und der Grundrechtsverletzungen in dem Sinne, wie wir sie argumentiert haben oder wie zum Beispiel Rudolf Verheyen sie argumentiert hat, eben in der Zukunft liegen. Das macht sie natürlich nicht weniger real, nur weil klimatische Prozesse unglaublich lange brauchen, um sich zu entwickeln. Und ich glaube, da hat man nochmal gemerkt, dass es einfach ein ganz neues Freiheitsverständnis gibt, dass Freiheit eben nicht nur die Möglichkeit ist, jetzt ins Auto zu steigen und 150 auf der Autobahn zu fahren, sondern dass Freiheit eben auch bedeutet, in Zukunft sicher und gut leben zu können. Und ich glaube, das sind so Selbstverständnisse, die sich immer mehr durchsetzen, sowohl juristisch wie auch gesellschaftlich. Und das ist natürlich total hoffnungserregend, weil wir uns vor 2 Jahren nicht hätten vorstellen können, dass das überhaupt im Raum steht. Gut, dann würde ich eine Frage vielleicht nochmal nachstellen, die mir auch so ein bisschen auf der Zunge lag. Und zwar stellt hier Jevgeni die Frage: Gibt es innerhalb von Fridays for Future auch Überlegungen, durch Civil Disobedience, also zivilen Ungehorsam, gewollt vor Gericht zu landen, um durch diese Protestform eine etwas andere Art von Klimaklagen zu erzwingen? Oder kommt für euch nur die klassische Klimaklage in Frage? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, im Prinzip ist ja die Situation, in die Fridays for Future sich von Anfang an begeben hat, die eines gewollten Regelbruchs. Ich glaube, ziviler Ungehorsam ist da zu viel gesagt zu. Aber das Konzept ist ja, man begibt sich in eine Situation, in der man eine Regel bricht, aber die Menschen, die eigentlich für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich sind, die sind in einem, auf Englisch würde man das einen Bind nennen, die sind in einer Zwickmühle und kommen eben nicht aus der Zwickmühlensituation heraus. Und egal wie sie sich entscheiden, haben sie ein Problem, weil wenn man die SchülerInnen alle nachsitzen lässt, weil sie für ihre Zukunft einsetzen, wird man nicht beliebter. Aber auch wenn man sie auf der Straße vor dem Rathaus stehen lässt, wird man nicht beliebter. Und ich glaube, das ist genau diese Zwickmühlensituation, die wir erzeugen wollen. Ich glaube, es gibt auch immer wieder, und das sieht man auch in Großstädten in Deutschland, auch zivilen Ungehorsam, auch an dem sich Fridays for Future in der einen oder anderen Form beteiligt, der klar macht, auf eine friedliche Art und Weise, wir sind hier und ihr macht es eben euch, oder wir machen es euch nicht möglich, dass ihr weiter destruktive Klimapolitik verfolgt. Ob das dann auch in den Gerichtssaal weitergeführt wird, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da habe ich einfach bisher noch keine Perspektiven drauf gehabt von Menschen, die das vorhatten. Aber ich glaube, es ist immer wieder so, dass die tatsächlichen Klagen, die am meisten entscheiden können und an die, in die man Ressourcen rein investiert, weil wir auch priorisieren müssen. Wir sind alle irgendwie sehr, sehr busy und haben sehr wenig Zeit und müssen sehr viel machen in dieser Klimabewegung. Und dass die Klagen, die tatsächlich am Ende den größten Unterschied machen, eben andere Klagen sind. Dennoch, glaube ich, ist es keine Sache, die man komplett ausschließen würde. Und dennoch ist es, glaube ich, immer wieder so, dass der zivile Ungehorsam auf jeden Fall ein Teil dieser Strategie auch ist. Sehr spannend. Das war, glaube ich, auch eine Frage, die ein anderer Teilnehmer an dich hatte, was es denn konkret heißt. Und das bezog sich wahrscheinlich auch auf die Frage in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen nochmal, als du meintest, wir werden da jetzt Druck ausüben, was du darunter konkret verstehst und welche Mittel euch hier zur Verfügung stehen und was ihr da eigentlich konkret plant. Also ich glaube, vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen. Eine Koalitionsverhandlung. Genau, ich glaube, du hattest einleitend erwähnt, dass ihr jetzt natürlich die Koalitionsverhandlungen sehr eng verfolgen werdet und entsprechend Druck ausüben, damit man da im Grunde auch in so eine Umsetzungsebene kommt, die vom Bundesverfassungsgerichtsbeschluss beispielsweise auch vorgegeben wurde. Ja, genau. Also ich glaube, was wir hier 2017 gesehen haben, ist eben so gut wie gar keine zivilgesellschaftlichen Interventionen in diese Verhandlungen. Also wenn es hochkommt, da gab es vielleicht ein oder zwei Umwelt-NGOs, die dann in direkten Gesprächen mit den EntscheidungsträgerInnen da waren. Aber ihr werdet keine Bilder finden von
Menschen, die vor den Koalitionsstandorten standen, 2017 und demonstriert haben. Und wenn unsere Pläne funktionieren, dann wird es dieses Mal anders sein. Und dann wird es dieses Mal halt eben klar sein, dass wir ganz klare Eckpfeiler haben, wie eben einen Kohleausstieg bis 2030, aber eben auch eine ganz klare Verkehrswende und eben zum Beispiel auch einen Ausstieg aus Investitionen in fossile Infrastruktur, die im Jahr 2021 einfach überhaupt nicht mehr angebracht sind. Dass genau diese Sachen Eckpfeiler sind, für die wir direkt vor den Koalitionsverhandlungen auf die Straße gehen und unsere Stimme eben direkt hörbar machen, aber eben auch, sobald das gewollt ist, von EntscheidungsträgerInnen mit ihnen in den genauen Dialog gehen, darüber, was wir wollen und was diese Menschen auf der Straße fordern. Ich glaube, das sind die zwei Flanken unserer Strategie für diesen Prozess einer Regierungsbildung, weil das sind tatsächlich die Jahre, wo wir uns überlegen müssen, die werden die nächsten 4 Jahre entscheiden. Das ist jetzt gerade die Phase, die wirklich vorgibt, wie viel wir rausholen können. Und das heißt, jetzt müssen wir wirklich loslegen. Und das wird auch für uns bedeuten, das kann ich auch schon so sagen, dass wir zentral nach Berlin mobilisieren werden zu einem Klimastreik am 22. Oktober diesen Jahres, um eben praktisch direkt während den Verhandlungen vor Ort zu sein mit vielen tausend Menschen und da eben klarzumachen, dass auch nach der Wahl Klima immer noch das entscheidende Thema für Deutsche ist, weil es das auch ist. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Also wir notieren uns alle den 22. Oktober für den nächsten großen Klimastreik. Ich würde noch eine Frage aufgreifen zum Thema Freiheit. Da müssen wir mal gucken, ob du dazu auch noch mal was sagen möchtest. Inwiefern, schreibt Karl, hat es geklappt, mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Perspektive auf Klimapolitik in der öffentlichen Diskussion zu verändern? Von Klimapolitik als Freiheitsbeschränkung zu Klimapolitik als Freiheitssicherung? Ich glaube, das war eine ganz anstrengende und ganz zentrale Debatte in den letzten 2,5, 3 Jahren. Also im Grunde genommen, seitdem die deutsche Klimabewegung wieder auf dem Vormarsch ist. Und was wir eben gesehen haben, ist, dass total viele Marktliberale und unglaublich viele Menschen, die einfach Argumente gesucht haben, um Wirtschaftsinteressen, kurzfristige Wirtschaftsinteressen, das sind keine realen Wirtschaftsinteressen, vor tatsächliche Klimamaßnahmen zu stellen. Und diese Menschen haben eben von persönlicher Freiheit geredet, weil wir ordnungspolitische Rahmen brauchen, um die Klimakrise einzudämmen. Das ist auch kein Geheimnis, das ist auch richtig so. Und ich glaube aber, den Wert davon, was es bedeutet, wenn wir Klimamaßnahmen richtig umsetzen und wenn wir die Klimakrise eindämmen, der ist durch diese Klage klar geworden, weil diese Vorteile, die wir haben und eben, wenn wir tatsächlich die Klimakrise erfolgreich eingedämmt haben, wenn wir nicht mehr unglaublich viel Klimaschutz irgendwann betreiben müssen und auf einmal anfangen müssen, irgendwie unser Wasser zu rationieren, genau diese Vorteile, dass wir praktisch dieses Kapitel abgeschlossen haben und dass wir einen Weg gegangen sind schon früh, der richtig war, genau diese Vorteile sind, glaube ich, illustriert worden durch das Bundesverfassungsgericht und haben total viele Artikel und auch Debatten angestoßen. Und man wurde auch unglaublich viel auf diesen Freiheitsbegriff angesprochen, um nochmal klarzumachen, dass dieser Freiheitsbegriff, der vorher so dominant in deutschen Medien war und immer wieder vertreten wurde, dass der halt eine Fiktion ist und dass der auch nicht mehr modern ist, sondern dass das halt eben ein Freiheitsbegriff aus den 80er Jahren ist und wir in einer modernen und globalen Welt eben einen solidarischen und zukunftsgewandten Freiheitsbegriff brauchen. Und ich glaube, das kann man auch immer allen Menschen sagen, die Freiheit als Hauptargument gegen Klimaschutz verstehen wollen, dass das die Lage nicht besser macht und dass es auch die Situation von Freiheit in Deutschland nicht besser macht. Linus, ich finde, das war ein total schönes Schlussstatement. Die Zeit fliegt irgendwie total davon und ich glaube, wir konnten manche Punkte nur anreißen. Vielen Dank, dass du dich heute auch zur Verfügung gestellt hast, um nochmal ein bisschen von deinen Erfahrungen uns mit auf den Weg zu geben. Wir haben ja nachher nochmal die Gelegenheit mit Roda Verheyen, das noch ein bisschen inhaltlicher genauer zu beleuchten, aber ich glaube, da war die Perspektive eines Beschwerdeführers auch nochmal sehr, sehr spannend. Ihr seid ja im Grunde der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Verfahren gewesen und ihr habt das auch getragen, unterstützt natürlich von einem breiten Bündnis, aber genau, ihr seid im Grunde das Herz der ganzen Sache und deswegen vielen Dank, dass du dich nochmal hier bereit erklärt hast, wahrscheinlich auch schon zum 1000. Mal dich dazu zu äußern, aber es gibt immer wieder neue Punkte, über die sich nachzudenken lohnt. Und genau, 22. Oktober, der nächste Klimastreik. Wir gehen in die entscheidende Phase. Und damit leite ich über zu Frau Hollenstein. Genau,
Wir kommen jetzt im Grunde zu einem Verfahren, Frau Hollenstein, auf das die Klimaklagewelt gespannt blickt. Schön, dass Sie sich auch trotz Ihres vollen Kalenders die Zeit genommen haben, dazu zu stoßen. Wir haben von Linus ja schon über die Frustration der jungen Generation gehört. Ich denke, hier können wir die Frustration der jungen Generation noch mal um eine weitere Perspektive ergänzen. Frau Hollenstein, bitteschön. Ja. Video ist gestartet. Okay. Also, auch ich begrüße Sie ganz herzlich von über dem Bodensee. Ich wohne in St. Gallen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute teilnehmen kann, weil für mich ist die grenzüberschreitende Solidarität und Vernetzung sehr, sehr wichtig. Ich finde das wichtig. Und jetzt sind wir da schon bei der ersten Folie der richtigen. Ich gebe Ihnen zuerst, nee, nochmal zurück, einen kurzen Überblick über die Geschichte. Nachher kommen dann Bilder und ja, und Fragen, die ich gerne beantworte. Ganz wichtig ist die Erkenntnis, dass es vor wir angefangen haben, ich bin im Vorstand mit 7 anderen Frauen, wir sind Frauen zwischen 65 und 76 als Vorstand. Und bevor wir uns gründen konnten, brauchte es in der Schweiz sehr viele Abklärungen, welche Klagemöglichkeiten wir dann haben. Wieso klagen? Tatsache ist, wie in vielen anderen Ländern auch, dass das Parlament zu wenig gemacht hat, die Regierung zu wenig gemacht hat. Die Krise ist viel größer als der politische Wille und deshalb die Klärung, wie konnte in der Schweiz geklagt werden. Wir haben kein Verfassungsklagerecht und deshalb wurden die Juristinnen beauftragt, das zu klären und es war so, die Erkenntnis, es müssen Betroffene sein. Und Betroffene sind von der Klimakrise jetzt schon eher Frauen im höheren Alter und deshalb die Vereinsgründung von Frauen über 64. Wir sind also ein Verein, unterdessen fast 2000 Mitglieder von Frauen über 64 und alle, die beitreten, die sind Klägerinnen. Zusätzlich zu diesen Vereinsmitgliedern sind noch 4 Einzelklägerinnen. Die Einzelklägerinnen sind solche, die laut oder bewiesen von ihrer Ärztin oder dem Arzt betroffen sind. Wenn es Klimakrisen, Hitzewellen gibt, dann werden diese Frauen von Hausarzt oder wer auch immer gebeten, nicht mehr nach draußen zu gehen, ruhig zu halten, weil sonst gibt es Kreislaufkollaps und so weiter. Ja, deshalb diese 4 Klägerinnen, Einzelkläger, die das Bild des Leidens, den eben ältere Frauen eher haben, leider aufweisen. Wir haben in 2016 den Verein gegründet und noch im selben Jahr eine Eingabe gemacht an das Bundesamt für Umwelt, Energie und Kommunikation. Und das ist juristisch gesehen nicht eine Klage, weil wir eben nicht klagen können auf die Verfassung. Aber wir nennen es Klage, das verstehen alle. Rein juristisch wäre es ein Gesuch, um die Unterlassungen einzuleiten, die die Regierung eben nicht macht, die offizielle Schweiz nicht macht. Und noch im nächsten Jahr wurde das abgelehnt. Nicht als nicht relevant, was wir da eingegeben haben. Den nächsten Schritt haben wir 2017 gemacht, ans Bundesverfassungsgericht, also an die nächste Stufe. Das wurde im 2018, ein Jahr später, auch abgelehnt. Unser nächster Schritt war die Beschwerde ans Bundesgericht, ob das richtig sei, so entschieden zu haben. Auch da blitzten wir ab, ein Jahr später, 2020, und uns blieb nur noch der nächste Schritt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da sind wir jetzt. Und zwar haben wir die Eingabe letztes Jahr gemacht und dieses Jahr im 2021 wurde schon im März
die Antwort gekommen, dass es prioritär behandelt wird. Das ist sehr gut, weil selten werden Eingaben prioritär behandelt. Der Bundesrat musste dann auch Auskunft geben bis im Juli. Und jetzt haben wir wieder, wir heißt unsere Juristinnen, die Umweltjuristen, renommierten Umweltjuristinnen, machen jetzt die Replik und über das bisherige und bis Ende Oktober müssen sie das einreichen. Soweit zur Geschichte. Weiter. Jetzt zeige ich Ihnen einige Bilder, weil Sie wollen ja vielleicht wissen, was denn diese alten Frauen wirklich tun und wie wir das handhaben. Von Anfang an hatten wir relativ viele Frauen, die da mitmachen wollten. Viele Frauen waren schon politisch aktiv und haben jetzt die Möglichkeit erkannt, hier wieder mal etwas Sinnbringendes zu tun. Es waren all diese Frauen schon bei der Gründungsversammlung, der Vereinsgründung dabei. Und dieses Bild wurde gemacht bei der Einreichung ans UWEG, eben an den Bundesrat. Nächstes. Wir haben dann anschließend die Klage direkt der Bundesrätin gebracht, so es möglich war. Mindestens die Sekretärin hat das empfangen und das entgegengenommen. Ja, für uns war das ein wichtiger Part. Auch die Medien waren begeistert von uns. Die haben das immer relativ gut berichtet, weil wir waren ja keine Partei. Wir waren und sind eine zivilgesellschaftlicher Haufen von älteren Frauen. Nächstes. Nächste Folie, bitte. Was tun wir? Ja, was jetzt einfach einige große Anlässe, um zu sagen, wo wir überall präsent sind. Zum Beispiel an nationalen Klimastreiks. Hier war es ein nationaler Weckruf in Bern, wo, also wirklich breit abgestützt von der ganzen Schweiz. Und da konnte ich dann eine Rede halten über uns. Die Leute, die da präsent sind, die sind immer begeistert, weil es relativ unüblich ist, dass ältere Frauen da den Anspruch haben, sie hätten was zu sagen und sie fordern. Nächste Folie. Unter anderem waren wir auch zweimal zu Beginn des WEF in Davos, haben dort protestiert gegen diese Machenschaften, die dort ablaufen. Nur die Machthabenden sind dort und so weiter. Das kennt ihr schon. Nächstes. Und hier eine Aufnahme von der Vorbereitung von Beluga. Das Schiff, das heißt Beluga, das uns von Basel nach Straßburg brachte, das war letztes Jahr, ja, 2020. Wir konnten nicht alle miteinander nach Straßburg fahren wegen Corona. Es sind nur von der Schweiz, von unserem Verein, die beiden Co-Präsidentinnen gegangen. Wir haben aber lokal in Straßburg von lokalen Gruppierungen Unterstützung bekommen. Diese Flyer da, die da aufgehängt sind, das ist unser Markenzeichen an Demonstrationen und überall nehmen wir die mit und ja, gibt gute Fotos. Nächstes Bild. Unter anderem haben wir im ersten Jahr ein Leporello-Buch gemacht, das Klima fiebert, die Gletscher weinen. Es sind Texte drin von Schriftstellerinnen, Schriftstellern und Kunstschaffenden. Wir haben die Buchvernissage auf einer Hütte gemacht. Die beiden Bilder, das eine ist das Deckblatt und das andere ist der Inhalt von Fuji Cartoon. Nächstes. In die Gavadiras-Hütte sind wir eine Gruppe von 12 Frauen gewandert. Das ist 2 Tage, also mit einer Übernachtung in einer anderen Hütte, weil wir wollten ja auch schauen dort oben, wie sich der Brunifern entwickelt hat. Das ist ein bekannter Ort, die Gavadiras-Hütte, weit oben. Und diese Hüttenwartin ist sehr sensibel auf die Klimathematik. Sie hatte
im Jahr vorher eine Gletscher-Performance gemacht als Sensibilisierungsprojekt. Das heißt, sie hat 1500 Quadratmeter Abdeckvlies auf den Gletscher legen lassen, einfach flach. Und das Resultat, nach 6 Wochen hatte sich diese Eiskultur entwickelt. Das war also nach 6 Wochen Abdeckung, war da so der, wie soll ich sagen, die ganze Bank war 2 Meter hoch. Und das ist sehr, sehr eindrücklich, finde ich. Nächstes Bild, bitte. Dann haben wir verschiedene lokale Aktivitäten gehabt. Das heißt, wir versuchen, jede Gelegenheit wahrzunehmen. Unter anderem hier in Schaffhausen gibt es jeden Sommer für die Firmen und Unternehmen und Interessierte die Möglichkeit, eine Bank zu platzieren im Städtchen Schaffhausen. Und wir hatten dafür von einer Klimaseniorin diese schöne Klimabank produzieren lassen. Und die war dann den ganzen Sommer dort mit Flyern von uns und ein bisschen Fachwissen, so viel eben da auf dieser Bank Platz hat. Unterdessen ist die Klimabank auf einem Bauernhof, der sehr oft Besuche hat, weil er Vorzeigehof ist. Danke, nächste. Dieses 2019 waren wir auf einem Gletscher im Wallis, auch als eigentlich Weiterbildungsmöglichkeit, wie verändern sich die Gletscher in den oberen Regionen. Und dann halt immer Protest und möglichst ein Interview mit den lokalen Medien, mit Fernsehen, das war im Wallis, wo ja bekanntlich die meisten Gletscher der Schweiz anfangen und enden. Danke. Und der Anlass ist ja auch die Generationenfrage. Und da möchte ich gerne auf einiges hinweisen, was wir so in der Schweiz gemacht haben. Auf Fragen gehe ich gerne mehr ein. Also diese Aktivitäten, die wir mit den Jugendlichen gemacht haben oder noch immer machen, sind wie eine Ideenbörse zum Nachahmen. Wir sind regelmäßig dabei, lokal an den Klimastreiks. Es ist ja selten nur in Bern, sondern in allen Großstädten. Und da werden wir von der Klimajugend gefragt, ob wir auch einen Beitrag leisten, kurze Ansprache und so. Und das tun wir dann immer. Nicht nur unsere Vorstandsmitglieder, ich versuche dann andere Mitglieder von der Umgebung eben auch mitzunehmen. Und die machen auch Ansprachen so an lokalen Klimaprotesten vom Freitagnachmittag. Wir sind oft zusammen mit der Klimajugend an öffentlichen Podien, zum Beispiel in Kirchgemeinden. Wenn die Kirchgemeinden als interne Weiterbildung zum Teil öffentliche Anlässe für die ganze Gemeinde so Anlässe machen, dann fragen sie meist jemand von der Klimajugend und jemand von den Klimaseniorinnen. Und das gibt ganz gute Gespräche. Und vielleicht ein Problem, es kommen einfach die schon Bekehrten. Also nicht großen Widerstand, wo wir uns rechtfertigen könnten oder müssten, sondern die Gemeindemitglieder dieser Pfarreien, die finden uns eigentlich mega gut und die danken uns, dass wir uns einsetzen, aber ich sage nicht das falsche Publikum, aber es wäre gut, wenn wir auch mit solchen Menschen in Kontakt treten könnten, die nicht unserer Meinung wären. Aber auf dem Podium sind meistens wir eigentlich der gleichen Meinung. Es muss mehr geschehen, es geht so nicht weiter, es ist zu wenig und so weiter, das kennt ihr alle. Nächste bitte. Ja, wir waren nicht nur, bevor ich zu dieser Folie komme, nicht nur lokal in der Schweiz auch, machten wir Öffentlichkeit. Wir waren zum Beispiel eingeladen in Bonn am Parallelgipfel der UN-Weltklimakonferenz, Kyoto-Protokoll, es war, glaube ich, vor 3 Jahren oder 2. Die Kollegin im Vorstand von der französisch sprechenden Schweiz, die wir nicht selten in Paris eingeladen an Universitäten. Und
Ich war auch mal in London bei der WEN-Organisation, der feministischen Frauenorganisationen Umwelt. Vielleicht kennen einige die. www.wen.org.uk. Und aus all dem, aus unseren Erfahrungen von 5 Jahren Aktivität, wir waren ja vor der Klimajugend schon auf der Straße, kann ich mitgeben, dass, und die Erfahrung hat das gezeigt, es ist ganz wichtig, dass man viel Grundwissen hat, als Fachwissen hat als Grundlage. Erst nach der Erarbeitung dieses Fachwissens konnte unsere Klage überhaupt gestartet werden. Es war etwas lange, bevor 2016, bis das endlich soweit war, aber weil der Aufwand groß ist, kann ich sagen, heute, es hat sich gelohnt. Und wir alte Frauen als Betroffene, so erfahre ich es an öffentlichen Anlässen, wir haben eigentlich, finde ich, eine hohe Glaubwürdigkeit. Wir haben auch bei den Medien relativ gute Präsenz. Wir finden das zum Teil auch lustig, dass da die alten Frauen so aktiv sind. Und diese Kombination von der Jugend und den Klimaseniorinnen, das ist ein gegenseitiger Profit. Wir profitieren voneinander und wir haben ja tatsächlich dieselben Ziele. Und weil wir auch mit den Jugendlichen zusammen sind, können wir erkennen, wo könnten wir noch einen Schritt weiter gehen und so weiter. Also die Argumentationen, die gegenseitigen, die prüfen auch die andere Organisation. Und das macht eigentlich Mut zum Weitermachen. Für die Jugend ist es noch positiv, dass es uns auch gibt, und umgekehrt unterstützt die Klimajugend auf der Straße und so weiter auch unser Anliegen. Ja, wir sind Frauen, die schon viele früher politisch aktiv waren und dann in Pension kamen und nicht mehr so richtig dabei waren. Und jetzt gibt es Gelegenheit, aus der Empörung wieder etwas zu machen, dabei zu sein, aktiv zu werden. Deshalb ist es nicht so schwierig, die Alt-68er für das Mitmachen zu bewegen. Wir sind, wie gesagt, schon fast 2000 Mitglieder in der Deutschschweiz, im französischen Teil und im italienischen Teil. Ich finde, durchhalten lohnt sich auf jeden Fall. Wir geben nicht auf. Wenn ich gefragt werde, ja, aber du warst ja mal in der Politik und dir erreicht so nichts und so, dann kann ich sagen, also für mich ist es viel, viel wichtiger, dass ich jetzt noch etwas machen kann und nicht zuschauen muss und in eine Lethargie und immer jammern. Wir machen was und das tut auch uns selber noch gut, das muss ich sagen. Ich sage, wegschauen können wir uns nicht leisten. Das ist so in Anbetracht der Situation. Geht es nicht, dass wir uns zurücklehnen. Kommt dazu, dass unsere Generation ja auch eine sehr große Verantwortung hat. Wir haben ja das Schlamassel mit verursacht. Und so denke ich, sind wir was. Mit dem, was immer wir machen, sind wir am richtigen Ort. Es geht nicht an, dass wir uns zurücklehnen, gute Pension haben und so. Das geht einfach nicht. Ja, das war so mein Einstiegsreferat. Ich bin gerne bereit und bin vor allem gespannt, welche Fragen jetzt kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Soweit. Ja, vielen Dank, Frau Hollenstein. Vielen Dank auch für die spannenden Einblicke, die Sie uns hier von Ihren Aktivitäten gegeben haben. Sie verfallen nicht in Lethargie und das ist auch gut so. Ich denke, Sie erreichen mehr als nur ein Freizeitprogramm für einen zivilgesellschaftlichen Haufen älterer Frauen, wie Sie ihn genannt haben. Also ich glaube, Sie sind wesentlich mehr als das und es ist auch sehr schön zu sehen, in was für einem Austausch Sie in der Klimajugend oder mit der Klimajugend in der Schweiz sind.
Ich fand Ihren Hinweis auch nochmal sehr wertvoll, dass es natürlich wichtig ist, auch Menschen außerhalb der eigenen Bubble zu erreichen. Da muss ich mich natürlich auch selber in die Nase packen. Unser Podium ist natürlich auch pro Klimaschutz und Klimaklang. Ich denke, wir ziehen hier alle an einem Strang. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, diese ganze Klimaklagebewegung auch nicht ganz unumstritten. Deswegen vielleicht also als eine erste Rückfrage an Sie direkt, die mir so gekommen ist. Sie waren und sind ja selbst Politikerin. Jetzt verklagen Sie die Schweiz. Ist das aus Ihrer Sicht der effektivere Weg oder untergräbt er den Willen des parlamentarischen Gesetzgebers? Das ist ja auch ein bisschen das, was den Klimaklagen oftmals zum Vorwurf gemacht wird. Haben wir hier ein Demokratieproblem tatsächlich? Wie sehen Sie das? Ja, ich habe genügend Argumente gegen diese Argumentation. In der Schweiz würde man meinen, dass man 100 Wege hat, um einflussreicher zu sein auf dem politischen Weg. Aber die Wahlen alle 4 Jahre reichen einfach nicht, um die richtigen politischen Mehrheiten zu bekommen. Im Parlament, National- und Ständerat wurden schon Vorstöße gemacht, um wirklich mehr zu erreichen, und das findet nie Mehrheiten. So tragisch es ist, die Leute werden wieder gewählt, aber SP und Grüne zusammen haben keine Mehrheit. Also die Linke, die Grüne Seite ist in der Minderheit. Und deshalb braucht es von außen Druck. Der Druck auf der Straße, der Druck durch unsere Klage, der wird oder muss auch Einfluss haben, schließlich aufs Parlament. Aber in den letzten Jahren war das Parlament einfach nicht bereit, das Nötige zu tun. Ja, so einfach. Deshalb haben wir jetzt die noch offene Möglichkeit genutzt. Habe ich die Frage beantwortet? Was war noch? Das ging tatsächlich in die Richtung. Sie hatten ja im Grunde eine Innenperspektive als Politikerin selber, haben an den Entscheidungen mitgewirkt. Jetzt gab es auch die letzte Abstimmung zur Novellierung des CO2-Gesetzes in der Schweiz, die gescheitert ist. Also wir haben in der Schweiz ja noch verschiedene andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf den politischen Prozess, im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise eben durch die Form der Direktdemokratie. Da möchte man meinen, gäbe es vielleicht noch mehr Möglichkeiten, das ist aber vielleicht genug Gesprächsstoff dann für ein separates Seminar, auch nochmal, wenn wir da nicht zu tief einsteigen wollen. Ich würde mich auch nochmal ein bisschen dafür interessieren, Frau Hornstein, Sie gehören ja auch zu der Baby-Boomer-Generation, wenn man so will, und gegen die sich die Losung, ich weiß nicht, ob Sie von ihr schon gehört haben, Okay Boomer richtet. Das ist ein Begriff, der in den sozialen Netzwerken kursiert und das ist so eine Art, die New York Times hat es als den Schlachtruf der frustrierten Jugend bezeichnet, eine Reaktion im Grunde auf die Scheuklappenmentalität einer älteren Generation, die kein Fehlverhalten bei sich erkennen will. Das sehen wir bei Ihnen und den Klimasenioren in dem Fall nicht. Aber es gibt natürlich schon eine gewisse Wut oder eine gewisse Frustration in der jungen Generation. Was sagen Sie denn diesen Leuten, die im Grunde der alten Generation den Vorwurf machen, naja, ihr habt auf unsere Kosten gelebt, den Planeten zerstört und besetzt jetzt im Grunde Führungspositionen oder wählt eben Parteien, die sich mit Minimallösungen zufrieden geben? Was ist da so Ihr Impuls, den Sie da mit reingeben können, auch in die Diskussion, auch aus der Perspektive einer älteren Klimaaktivistin? Ja, dazu sage ich immer, ihr habt recht und wir haben eine Verantwortung, aber ich bin auch als Klimaseniorin nicht über 50% von den älteren Menschen. Wir sind auch wieder eine Minderheit in der Gruppe der älteren Menschen, auch in der Gruppe der älteren Frauen. Ich muss sagen, es stimmt und wir mit unseren Zielen sind einfach froh, dass die Jugend darauf pocht und auch an jene appelliert, die eben nichts tun, an die große Menge außerhalb der 2000 Frauen. Man kann schon sagen, das ist jetzt viel für einen Verein, das ist es, aber der große Teil ist nicht Mitglied und der große Teil findet, also wir haben früher
etwas gemacht. Jetzt wollen wir unsere Ruhe. Das ist so. Wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir als gut befunden würden. Und wir teilen die Meinung, dass die Babyboomer mehr machen müssen. Aber wir machen nur das, was in unseren Möglichkeiten ist. Und wir würden es auch gut finden, wenn es 10 solche Bewegungen gäbe, wie wir sind. Also, und die Jugend, die Jugendorganisationen, sprich die Klimajugend, die sind froh, dass wir ein bisschen Druck machen. Wir ergänzen uns irgendwie. Aber wir lösen das Problem der Jugend nicht. Vielleicht ein Stück weit mit der Klage, weil es hier wirklich um Grundrechtsverletzung geht. Wir haben in der Verfassung das Recht auf Gesundheit und so weiter und auch die Europäische Menschenrechtskonvention, darauf haben wir ja geklagt, dass diese Grundrechte nicht eingehalten sind. Ja, vielen Dank, dass Sie auch nochmal auf die Klage zu sprechen kommen. Wir haben hier eine Rückfrage auch aus dem Publikum. Welche konkreten klimapolitischen Maßnahmen die Klimaklage denn ermöglichen soll? Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen und gegebenenfalls kann Roda Verheyen auch ergänzen, die in den Fall eingedacht ist tatsächlich. Aber vielleicht erstmal aus Ihrer Perspektive der Klägerin, was ist Ziel der Klage? Grundrechtsschutz habe ich verstanden. Gibt es in Bezug auf die Klimapolitik der Schweiz noch genauere Forderungen? Ja, die Schweiz macht in allen Bereichen zu wenig. Und in der Klageschrift, die eingereicht wurde, sind zig Maßnahmen benannt. Das war eben die Vorarbeit der Juristinnen. Dort ist alles benannt. Das ist eines ist sicher der Verkehr, das andere ist, aber nein, das Wichtigste muss ich so sagen, das ist die Reduktion das Erreichen des 2%-Ziels in 2030. Da gehen wir weiter als die Gletscherinitiative, die es erst im 2050 erreicht. Uns ist eigentlich egal mit was, aber die Bereiche, Häuser und so weiter, Bauvorgaben, bauliches Verkehr, all das ist drin in unserer Klageschrift. Aber in der Öffentlichkeit fordern wir natürlich auch eine Wende im Finanzsektor. Das ist nicht drin. Aber der ist uns auch ganz wichtig, weil nur mit 3 Minuten Ei kochen reicht es nicht. Also das Gesuch beinhaltet die detaillierten Maßnahmen. Und ich habe jetzt nur so die Bereiche genannt. Das sind auch die wichtigen. Und jetzt ist Roda Verheyen auch schon hier. Die kann vielleicht nochmal dankenswerterweise vielleicht ein bisschen ausführen bzw. ergänzen. Ja, nur in schlechter Stellvertretung für meine Kollegin Cordelia Beer. 3 Worte dazu. Also das Gesuch, das ist ja so ein schönes Schweizer Wort. Also der Antrag, der ist ja von 2015. Das muss man immer mit im Auge behalten. Also das bezog sich damals maßgeblich auch auf die 2020-Ziele. Ist so ein bisschen wie die Urgenda-Klage gestaltet gewesen, hat aber, wie Frau Hollenstein eben gesagt hat, auch ganz konkrete Anlagen bzw. Anträge zu den einzelnen Sektoren. Und die Klage liegt ja jetzt beim EGMR. Und das bedeutet, wir sind jetzt tatsächlich auf einer anderen, bisschen anderen Ebene unterwegs. Es wird jetzt deutlich ergänzt. Und da läuft ja im Moment noch die Einspruchsfrist bzw. Eingabefrist. Das heißt, der letzte Schriftsatz von Frau Beer ist noch nicht eingereicht. Deswegen kann ich hier auch noch nicht ganz genau sagen, welche Anträge sie stellen wird. Aber ich gehe davon aus, dass sich das jetzt tatsächlich nicht mehr auf 2020 beziehen wird, sondern natürlich auf für immer, ja, bis Treibhausgasneutralität und vor allem auch ganz klar orientiert sein wird an dem 1,5-Grad-Ziel. Man muss das auch noch ein bisschen an der Zeitlinie sehen. 2015 hatten wir ja gerade das Paris-Abkommen, also das ist praktisch nach dem Gesuch erst verabschiedet worden und wir haben ja dann 2018 erst diesen Sonderbericht des IPCC gehabt. Das heißt, die Grundlagen für das schweizerische Gesuch sind tatsächlich andere als die für unseren verfassungsgerichtlichen, für die Verfassungsbeschwerde gewesen. Genau, vielleicht hilft das nochmal zum Einordnen. Auf jeden Fall vielen Dank für das spontane Einspringen.
Wie gesagt, wir werden vielleicht in der Runde jetzt auch mit Rudolfe Hein nachher nochmal die Möglichkeit haben, nochmal ein bisschen abzugrenzen. Wie haben die verschiedenen Fälle eigentlich argumentiert? Wo ging es eher um Schutzpflichtverletzungen oder eben in dem Fall um eingriffsähnliche Vorwirkungen? Das sind ja unterschiedliche juristische Konstruktionen. Das ist natürlich auch nochmal spannend, das ein bisschen aufzuarbeiten. Eine Frage, die ich Ihnen gerne noch stellen würde, weil sich unsere Zeit auch schon dem Ende zuneigt. Die Rolle der Frau in der Klimakrise. Die Süddeutsche Zeitung behauptet, dass die schärfste Waffe der Klimaseniorin ihr Alter sei. Ich weiß nicht, ob das zutreffend ist, denn sie sind ja nicht nur eine ältere Generation, sondern sie sind auch Frauen. Also wie Sie gesagt haben, in ihrem betroffenen Verein oder zu ihrem betroffenen Verein gehören nur Frauen ab 64. Hier geht es also nicht nur um Altersgrenzen, sondern eben auch um Geschlecht. Und ich glaube, diese geschlechtsspezifische Klimavulnerabilität, die findet zunehmend Beachtung. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Die wichtige Rolle von Frauen in der Klimapolitik, also als Triebkräfte der Veränderung und im Umgang auch mit natürlichen Ressourcen, die wird aber häufig übersehen oder nicht so stark thematisieren. Also wie würden Sie sagen, sind Ihre Erfahrungen in diesem Bereich? Sie sind ja auch schon wirklich lange aktiv. Und wo sehen Sie Potenziale für Veränderungen? Ja, ich stimme sehr zu, dass Frauen mehr betroffen sind und nicht nur in der Schweiz. Jetzt mit der Verletzung der Artikel, die nicht eingehalten werden und weil Frauen gesundheitlich mehr leiden bei den Hitzekrisen, oder? Das gibt es genug Studien, das ist eigentlich unbestritten. Die WHO hat Studien gemacht, neuere Studien gibt es, die belegt, dass ältere Frauen mehr betroffen sind, mehr leiden und demnach eben auch zu schützen wären. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist sicher weltweit solidarisch. Wenn wir dann die Frauen im Süden denken, dann sind die sehr, sehr nochmals benachteiligt, weil bei Wassermangel sind es die Frauen, die Wasser holen müssen und so weiter. Also das Gender-Thema ist nicht nur in der Schweiz so bezüglich Krankheitssymptome und Betroffenheit, sondern weltweit sowieso. Jene, die mit dem kleineren Portemonnaie haben das nachsehen müssen, mehr arbeiten, überarbeiten heißt wieder Krankheit. Also es ist ein Teufelskreis. Aber Sie haben noch eine andere Frage gestellt. Das ist nicht der Punkt. Was wollten Sie noch? Genau, Sie sind jetzt gerade auf die Klimavulnerabilität, also die Verletzlichkeit von Frauen im Besonderen eingegangen. Was mich eben auch interessieren würde, wäre die Rolle von Frauen in der Klimapolitik, also als aktive Gestalterin, als Triebkräfte für Veränderungen. Ja, so wahr es ist, in den meisten Parlamenten sind die Frauen untervertreten, die ziemlich sicher ein bisschen ein offeneres Ohr hätten für diese Thematik. Das weiß man von verschiedenen Ländern. Es ist so, dass Frauen vielerorts, wo sie mit einbezogen werden müssten, in der Minderheit sind. Und das führt dann eben dazu, dass eher die sogenannten Wirtschaftsinteressen wahrgenommen werden und nicht die Umweltinteressen. Das ist weltweit, glaube ich, so. Ich weiß zwar von China, wir waren unsere Initiative auch mal früher in China vorstellen, alle Frauen, die wir getroffen haben dort, die waren kürzlich damals ins Parlament gewählt worden, weil sie sich lokal für Umweltschutz eingesetzt hatten. Verschmutzung, Wasserthema und so weiter. Also es kann aus der Betroffenheit ändern, aber weltweit ist es noch so, dass die Frauen zu wenig berücksichtigt werden. Auch bei den Kommissionen, auch bei den Legiferierungen für Gesetze. Die Frauen sind auch dort benachteiligt. Man kann sagen, okay, ihr müsstet halt mehr. Ja, das ist nicht so einfach. Das Bewusstsein ist noch zu wenig da, dass auch in Entscheidungsprozessen paritätische Vertretung gefragt wäre. Und bei unserer Klage, da hat man uns gesagt, ja, es ist noch nicht so schlimm, dass wir haben noch Zeit und ihr seid ja noch nicht krank. So ungefähr so. Das war die Zusammenfassung der verschiedenen Abweisungen.
unserer Klage. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Ausführungen. Ich glaube, wir nähern uns leider auch schon dem Ende unserer Einheit, obwohl es sicherlich noch wahnsinnig viel zu diskutieren gäbe. Und ich habe hier auch noch ein paar andere Fragen im Chat offen. Die sind aber eher juristischer Natur. Deswegen würde ich die vielleicht in den nächsten Blog beziehungsweise in die nächste Woche mitnehmen. Die gehen nicht verloren. Frau Hollenstein, vielen, vielen Dank. Empörung gibt Kraft, das nehme ich mit. Sie haben das auch sehr überzeugend vertreten und vielen Dank für Ihren Einsatz in der Sache. Und wir sind sehr gespannt, wie das Verfahren weitergehen wird. So, wir kommen zu Frau Verheyen. Wir haben jetzt noch eine gute Dreiviertelstunde Zeit und freuen uns sehr auf Ihren Input. Soll ich direkt loslegen, Katharina? Du möchtest mir nicht mehr vorstellen. Ich kann dich gerne nochmal vorstellen, oder? Ich kann das auch. Ich kann das auch selber gerne machen. Das ist alles gut. Das war eher ein Scherz. Prima. Also ich muss mal eben meinen Bildschirm teilen, weil das sonst hier so ein bisschen schwierig ist. Versuche ich das mal eben kurz zu machen und stelle mich währenddessen vor. Ich bin eine von den Prozessbevollmächtigten in der Klimaklage gewesen und bin ansonsten hier in dieser Kanzlei. Man sieht das hier oben, das sind meine netten Kollegen. Ich bin ganz normale Rechtsanwältin bei Rechtsanwälte Günther, gleichzeitig aber Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied bei Green Legal Impact und deswegen besonders froh, hier zu sein. Jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne mal zur GLI-Webseite gehen, dort Fördermitglied oder Mitglied werden. Wir sind eine im Aufbau befindliche Organisation und die habe ich gegründet, um bestehendes Recht noch besser nutzen zu können, also das, was ich jeden Tag tue, auch anderen zu ermöglichen. Und heute habe ich versucht, ich habe schon öfter Vorträge gehalten natürlich, aber ich habe versucht, mich so ein bisschen tatsächlich darauf zu konzentrieren, wie ist das eigentlich mit der Generationenfrage und was sehen wir im Moment, wo stehen wir eigentlich? Und dazu habe ich jetzt eine PowerPoint vorbereitet, bin aber natürlich gern bereit, auch nachher noch Fragen zu beantworten, auch wie gesagt nochmal in Richtung Klimaseniorin. So, wo stehen wir? Ich hoffe, das können alle sehen. Kann ich mal kurz hören, ob das alles in Ordnung ist so? Prima. Alles gut. Also, genau, wo stehen wir? Will ich gleich kurz drauf eingehen. Das ist ja wichtig, um das mal einmal auch nochmal sich vor Augen zu führen. An welcher Stelle sind eigentlich Generationenfragen hier überhaupt Thema vor Gericht? Dann der KSG-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nochmal ein bisschen im Einzelnen. Was heißt das eigentlich im Hinblick auf die Bedeutung von Artikel 20a Grundgesetz im Besonderen? Dann sage ich ein bisschen was zu den Vollzugsklagen, vor allem auch der DUH, zu den privatrechtlichen Ansprüchen, die wir jetzt sozusagen angekündigt haben, wo diese Fragen also auch gerade der intertemporalen Rechte eine große Rolle spielen. Und dann sage ich noch mal was zu den anhängigen Verfahren beim EGMR. Bevor ich überhaupt anfange, diese Folie, das finde ich, ist eigentlich das Wichtigste. Und zwar sind wir tatsächlich im Moment in einer Phase angekommen, wo die Gerichte, nationale Gerichte, das Paris-Abkommen umsetzen und praktisch verbindlich machen und anwendbar machen. Sie überholen praktisch die Klimadiplomatie rechts oder links, wie man es denn gerne möchte, jedenfalls schnell. Und das ist eigentlich, finde ich, die wichtigste Nachricht sozusagen aus dem Community-Bubble der Klima-Litigation. Wir haben hier einfach im Moment eine Lage, wo, und das führt vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu widersprüchlichen Ergebnissen, einfach die nationalen Gerichte konkrete einzelne Fälle entscheiden. Und das, da kommen wir gleich noch drauf, warum hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden, vielleicht anders als Shell und anders vielleicht auch wiederum, als es vielleicht der EGMR tun wird. Das liegt natürlich daran, dass jedes Gericht seinen eigenen Fall sieht und sehen muss, denn das ist ja die Aufgabe der Gerichte. Ich rede gleich über den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss natürlich. Das Shell-Urteil werde ich kurz erwähnen. Australien, dazu sage ich nicht so viel. Aber Fakt ist, auf allen Ebenen, also einmal Staaten, Unternehmen und auch die Vorhabenebene, das ging bei der Whitehaven Coal Mine um eine Mine, also Kohleabbau, wird das Paris-Abkommen im Moment faktisch angewendet, inklusive des Treibhausgasbudgets. Und das sind natürlich Entwicklungen, die einfach es notwendig machen, ein bisschen genauer hinzugucken. Und das versuchen wir einfach mal. Werden wir sicherlich nicht abschließen, aber
Das sieht man auch ein bisschen, wenn man diesen Verfassungsblock verfolgt, den Lilly Fuhr eben eingeblendet hat. Da gibt es diese Debatte auch, auf welcher Ebene sind wir eigentlich gerade. Also, ich laufe mal schnell durch diese Folien, weil die sind eigentlich nur Einordnung. Wir haben seit 2003 diese ganzen Klimaklagen, ne? Also CO2 als Schadstoff, das war noch sozusagen sehr allgemein. Dann haben wir die ganzen Klagen auf Staatenebene, Klimaschutzziele und Programme, teilweise noch gar nicht so stark auf das Treibhausgasbudget bezogen, oft aber auch schon menschenrechtsbasiert. Da sieht man Switzerland, das ist eben hier die Klimaseniorenklage. Niederlande ist natürlich Orenda. Die EU, das ist die abgelehnte People's Climate Case Klage. Da geht es sozusagen um den Anspruch, den Staaten an sich selber bzw. Bürger gegen Staaten haben. Dann gibt es jetzt Klagen gegen Staaten auf Vollzug und Umsetzung. Das ist vor allem hier in Deutschland, auch in Frankreich schon der Fall. Da geht es wirklich um das, was Linus am Anfang sagte, so jetzt müssen wir mal an die Arbeit gehen. Wo sind denn die Maßnahmen? Ja, Ziele aufschreiben ist schön. Wir haben aber immer noch keine Klage von dem Staat gegen Staat. Und das ist, finde ich, auch deswegen interessant, weil wir ja in manchen besonders vulnerablen Staaten auch eine extrem junge Bevölkerung haben, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Wir haben nichtstaatliche Akteure, da haben wir diese drei Gruppen in den Klimaklagen vor den Gerichten, ne, also Schutzmaßnahmen. Da geht es nicht so stark um Generationenfragen, sondern eher um sowas wie Eigentumsbelange oder auch eben Belange von Städten. Das ist diese dritte Kategorie, da diverse Klagen von Städten in den USA. Wir haben den Klimawandel als Finanz- und Investitionsrisiko. Da geht es überhaupt nicht um Gerechtigkeit, sondern um Geld, schlicht. Und bei Unterlassungsansprüchen, da sehen wir insbesondere auch bei der Milieudefensie-Klage unten, also das ist diese Shell-Klage und auch bei den Ansprüchen, die wir jetzt gegen VW und Daimler, BMW und Wintershall-Dea geltend machen, wir, das heißt Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe, da geht es ganz stark auch um die Umsetzung dieser Idee des Bundesverfassungsgerichts der intertemporalen Rechte und damit den Schutz von zukünftigen Generationen. Dasselbe ist bei Shell auch der Fall. Da ging es ganz stark um die Betroffenheit der Bevölkerung in den niedrig liegenden Bereichen der Niederlande, also fast überall. Und wenn man den Sachverhalt liest, dann geht es natürlich auch ganz stark um die tatsächlichen Risiken durch Dammbrüche, also Deichbrüche in den Niederlanden. Keine einzige dieser ganzen Dinge, die hier auf dieser Folie und auch auf der davor sind, Moment, ich versuche das nochmal zurückzumachen, haben wirklich viel mit der Generationengerechtigkeit zu tun gehabt. Es gibt eben die Swiss Ladies, die haben Leib, Leben und Gesundheit geltend gemacht. Und dann gab es sozusagen das Bundesverfassungsgericht mit diesem Schlagwort Recht auf Zukunft. Aber sozusagen die Frage, was eigentlich genau im Paris-Abkommen dazu steht oder wie man das umsetzen kann, das ist weiterhin ziemlich unentwickelt. Ich muss hier durchklicken, sonst kommt es nicht. Und wir haben da einfach auch noch eine große Lücke. Das betrifft vor allem diesen gesamten Begriff Equity im Paris-Abkommen. Es gibt keine einheitliche Definition davon. Das Wort Generation, das kommt im ganzen Paris-Abkommen nur einmal vor, und zwar in der Präambel, wenn ich das richtig durchsucht habe, das Dokument. Und das bedeutet also, da gibt es einfach noch ziemlich viel auszufüllende Rechtsbegriffe. Wenn man aber zurückschaut auf die erste Folie mit dem blauen Kreis, dann erscheint es mir doch so, als ob die diplomatische Ebene das wahrscheinlich eher nicht auslegt, sondern vielleicht tatsächlich eher die nationalen Gerichte. Ich versuche jetzt nochmal kurz auf die deutsche Verfassungsbeschwerde und das Urteil gleich einzugehen, um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Was hatten wir? Also meine Verfassungsbeschwerde, da seht ihr hier die Unterstützerinnen und Unterstützer, da fehlt jetzt Protect the Planet, warum auch immer das Logo da raus ist. Das waren alles junge Erwachsene und junge Menschen, die aber auch irgendwie real mit ihrem Leben oder dem Leben ihrer Eltern, also vor allem landwirtschaftlichen Höfen, hier argumentiert haben, deswegen auch Berufsfreiheit und Eigentumsrechte. Und wir haben ganz stark argumentiert mit der Menschenwürde, also Recht auf Zukunft. Ja, diese Menschen haben alle ein Recht, nicht zum Objekt gemacht zu werden, sondern Subjekt zu bleiben, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können in der Zukunft. Das ist letztlich eine Idee, die anders umgesetzt dann auch der Beschluss vom 24.03. Auch
übernommen hat, wenn auch eben in der Eingriffsdimension im Hinblick auf die zukünftigen Freiheitsrechte. Der Vollzug dieser Entscheidung ist zu kontrollieren bzw. ist befristet zum 31.12.2022. Das bedeutet, wir können im Moment eigentlich nicht sagen, ob der Gesetzgeber diesen Beschluss schon umgesetzt hat. In der juristischen Literatur gibt es dazu jetzt eine Auseinandersetzung. Die allermeisten meinen, dass mit dem neuen Klimaschutzgesetz, was ja gerade erst im August veröffentlicht wurde, dass das damit jetzt fertig umgesetzt ist. Ich bin dieser Auffassung nicht, aber wir werden das sehen, was jetzt auch die neue Bundesregierung tatsächlich macht, denn Zeit ist ja noch. Deswegen habe ich das hier auch nochmal so auf diese Folie geschrieben. Was steht also drin? Wir haben eine ganz klare Sachverhaltsbeschreibung. Das habe ich schon, glaube ich, bei allen Webinaren zu diesem Beschluss gesagt. Wir haben eine ganz klare Beschreibung der Krise und der Bedrohungslage. Und das ist natürlich aufgrund des Vortrags dieser Verfassungsbeschwerden total fokussiert auf die junge Generation. Die Tatsache, dass man, wenn man medizinische Zeitschriften liest, The Lancet oder andere, dass da insbesondere die Vulnerabilität der Seniorengeneration ganz eindeutig ist, das hat keine große Bedeutung in diesem Beschluss. Klimaschutz ist aber Menschenrecht, und zwar von allen. Ja, es gibt eine Pflicht des Staates, die Klimaneutralität herzustellen, innerhalb der physikalischen Grenzen des Treibhausgasbudgets. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was das Schweizer Gericht gesagt hat. Wir haben das ja gerade gehört. Dort wurde praktisch argumentiert, also ich kürze jetzt stark, aber dort wurde argumentiert, ja, mag sein, dass man irgendwann betroffen ist, aber wir sind ja noch weit entfernt von 2 Grad. Verstehe ich nicht, weil in der Schweiz ist die Temperatur schon um 2 Grad gestiegen, aber egal. Da jedenfalls argumentiert das Budget, der Schweizer Staat habe ja noch ganz viel Zeit, um zu agieren. Deswegen gäbe es auch noch keine Pflicht, die man verletzen könne. Also eine praktisch völlig umgekehrte, ein völlig umgekehrtes Verständnis des Sachverhalts. Und eben speziell für Deutschland, Artikel 20a macht die Paris-Ziele zum Verfassungsgrundsatz. Und es ist eine justiziable Rechtsnorm. Artikel 20a ist ja das Staatsziel Umweltschutz, eben auch zugunsten der zukünftigen Generationen sollen die natürlichen Lebensgrundlagen beschützt werden, aber eben auch, das heißt natürlich auch für mich und Frau Hollenstein, wo wir vielleicht zu den etwas Älteren in diesem Kreis gehören, und nicht nur für Linus und seine Generation. Das ist insofern natürlich in keiner Form ausgeschlossen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Sozusagen, was bedeutet das eigentlich für jetzt, für die, die jetzt schon leben oder die jetzt schon älter sind? Also welches Ziel ist erstmal die Frage? Worum geht's? Was konkretisieren wir für die Generationengerechtigkeit? Wir haben hier im Prinzip, das sind Zitate aus dem Urteil oder der Entscheidung, wir haben hier im Prinzip keine Festlegung auf ein Restbudget. Wir haben eine Inbezugnahme auf den SRU. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat sich hier nicht auf 1,5 Grad festgelegt, sondern gesagt, es erscheint jedenfalls schlüssig, mit 1,75 irgendwie weiterzurechnen. Arbeitet dann im Weiteren eben mit diesen Gigatonnen. Was bedeutet das eben auch? Das bedeutet, dass wir nur 1,75 Grad als Schutzziel annehmen. Gleichzeitig aber eben mit einer Wahrscheinlichkeit von immerhin 67%, was ja schon mal ganz schön ist. Aber es bedeutet auch, dass die verbliebenen Emissionsrechte in Anführungsstrichen gleich nach Köpfen verteilt werden. Das heißt, auf ein Land wie Deutschland, wo eben sehr viel mehr ältere Personen sind, werden genauso viele Rechte verteilt wie auf ein Land wie Indien, wo wir ja eine völlig andere für eine Altersverteilung haben. Das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht aber gar nicht beschreibt oder auch nur streift, weil das eben nicht Entscheidungsgegenstand ist. Wir haben einen Eingriff in Artikel 2 allgemeine Freiheitsrechte. Emissionsreduktionen dürfen nicht ungeplant in die Zukunft verschoben werden. Das sind diese intertemporalen Freiheitsrechte, die gelten für alle. Also sozusagen für mich, ich lebe ja vielleicht in 40 Jahren auch noch, genauso wie für Linus. Das ist sozusagen nicht beschränkt auf irgendein Alter oder Jugend.
Da geht es schlicht darum, dass wenn wir jetzt nicht ausreichend reduzieren und für die Zukunft planen, eben Treibhausgasneutralität früh beginnen, das ist der zweite Anstrich hier, dass wir dann eben nicht wissen, wie es weitergeht und dann eben in diese Vollbremsungssituation hineinlaufen. Der dritte Anstrich ist eigentlich der wichtigste, auch für Frau Höllenstein und also vielleicht auch meine Generation. Da steht nämlich keine Schutzpflichtverletzung bisher, wegen der Bedrohung von Leib und Leben. Das gibt es nicht im Moment. Warum? Maßgeblich komme ich gleich noch drauf, weil man sich noch irgendwie anpassen kann. Das ist etwas, was man sicherlich unter dem Stichwort der Generationengerechtigkeit auch nochmal gut in den Blick nehmen muss. Die Entscheidung verschiebt Werte und also Wertung. Bestandsschutz gilt nicht mehr, sage ich. Rechtfertigen muss, wer sich nicht ganz erheblich an der Transformation beteiligt. Das ist meine Interpretation. Wenn ich im Moment sehe, was so in der Literatur so geschrieben wird, dann gibt es ganz viele Teilnehmer am Diskurs, die sagen, die verfassungsrechtlichen Grundsätze werden dadurch nicht verschoben. Es wird einfach nur ein gesetzgeberischer Auftrag verteilt. Das wird sich zeigen, denke ich, wiederum. Interessant ist aber auch hier, was ist denn Bestandsschutz? Bestandsschutz ist das, was man sich so erarbeitet hat. Ja, ist man nun ein Unternehmen oder ist man eine Privatperson? Also Recht an meinem eigenen Haus, Recht an meinem unisolierten Haus vielleicht, gegenüber dem, was eben in Zukunft an Transformation erforderlich ist. Das gibt nach meiner wiederum Durchsuchung dieses Beschlusses mindestens 10 Stellen, wo man eigentlich die Wertung daraus entnehmen müsste, aus meiner Sicht, dass tatsächlich der Bestandsschutz, der ansonsten im deutschen Recht wirklich sehr hoch gestellt wird, sich deutlich verändert über die Wertung nach Artikel 20a. Und der letzte Anstrich eben, die Grundrechte und Artikel 20a binden über die mittelbare Drittwirkung auch private. Das ist wieder jetzt meine These, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber wenn man sich den Beschluss genau anschaut, kann man eigentlich zu keiner anderen Schlussfolgerung kommen, aus meiner Sicht. Nochmal kurz zurück zu dieser Frage, keine Schutzpflichtverletzung. Das ist deswegen relevant, hatte ja Katharina Freitag eben auch schon gesagt, weil der Europäische Menschengerichtshof ja auch, zeitgleich mit dem Bundesverfassungsgericht die Klage der portugiesischen Kinder bekommen hat, die Duarte-Klage. Da ist ja unter anderem auch Deutschland Gegner. Und wenn man sich das mal anschaut, dann ist die Argumentation eben nicht etwa, was passiert in Zukunft durch Klimaschutzmaßnahmen, sondern die Argumentation bei Duarte und auch bei den Klimasenioren ist ja, was passiert jetzt und in Zukunft durch den Klimawandel, also die Folgen des Klimawandels. Und dazu sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, da haben wir noch keine Schutzpflichtverletzung, weil selbst bei 2 Grad noch Anpassungen möglich wären. Da stelle ich wirklich die Frage, ob das eigentlich wissenschaftlich haltbar ist. Insbesondere, wenn man weiß, dass zum Beispiel in der Schweiz, aber auch in vielen Gegenden in Deutschland die 2 Grad Erwärmung eigentlich überschritten sind und wir ja auch tatsächlich gerade bei den Extremereignissen wirklich akute Gesundheitsgefährdungen und vielleicht auch Lebensgefährdungen beobachten, wo ich mich frage, wie soll man sich denn in einen Tornado anpassen? Also kann man sicherlich, aber nur beschränkt, ne? Insofern finde ich ehrlich gesagt, dass der Beschluss an der Stelle so ein bisschen sich selber ausweicht. Das ist sehr schade, aber nun mal so geschehen. Da ist abzuwarten, was der EGMR entscheidet. Wir haben jetzt, das hatte ich am Anfang gesagt, also sozusagen das war es jetzt zum Beschluss selber. Jetzt komme ich, nehme gleich gerne noch Fragen, aber jetzt komme ich zu der Frage, wie geht es denn jetzt weiter von da? Und wir haben ja auf der einen Seite die Ergänzung des KSG wurde ja schon gerade genannt. Wie diese Folie hier zeigt, haben wir einmal Klimaschutzgesetz alt, Klimaschutzgesetz neu. Ja, das neue Klimaschutzgesetz nach Anpassung an das Ziel. Und diese eine Zeichnung hier, Gesamtemission für Deutschland, die zeigt im Grunde, was rausgenommen wurde vom Budget. Das ist jetzt nicht so besonders viel, aber es ist ein bisschen was. Und das bedeutet natürlich, dass in den einzelnen Sektoren auch Umsetzungsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden müssen. Das gibt es bisher nicht. Es gibt einfach keinen neuen Klimaplan. Und darauf richten sich auch die Klagen der Deutschen Umwelthilfe gegen die Bundesregierung im Moment vor dem OVG Berlin-Brandenburg. Die sagen nämlich im Grunde, sowohl im Hinblick auf das alte KSG als auch im Hinblick auf das neue KSG, das ist nur Papier. Das ist geduldig und du, Bundesregierung, musst jetzt einen Umsetzungsplan vorlegen, der auch wirklich delivered. Und wir haben auch in dieser Hinsicht natürlich jetzt die Frage, wie kann
das Bundesverfassungsgericht umgesetzt durch das neue Klimaschutzgesetz auch bei Vorhabengenehmigungen oder muss das insoweit dann auch angeschaut werden? Denn wenn ich auf der einen Seite ein angeschärftes Ziel habe in irgendeinem Sektor und trotzdem das aber unberücksichtigt bleibt, gleichzeitig dem aber keine hoheitlichen Maßnahmen gegenüberstellen, stehen, die das auch, also die Einhaltung der Ziele garantieren. Die Frage stellt sich dann wirklich nach einem Moratorium. Wenn man denn tatsächlich die Klimaschutzziele des KSG ernst nimmt, wie die Bundesregierung es tut und auch immer vorträgt, unter anderem jetzt auch im Hinblick auf den Europäischen Menschengerichtshof. Genau, ich hatte eben gesagt, dass man das Ganze natürlich auch umsetzen kann jetzt auf Unternehmen. Wo stehen wir? Es gibt eigene Reduktionspflichten von Unternehmen. Das hat aus meiner Sicht sehr viel mit Generationengerechtigkeit zu tun. Wenn wir nämlich nicht, genau wie Staaten, Unternehmen dazu verpflichten können, sich in ihrem schlüssigen Treibhausgasbudget zu bewegen in den nächsten Jahren, dann haben wir es wirklich schwer. Das ist nun mal einfach die Reaktion auf die Tatsache, dass wir nicht überall in der Welt vollzugsfähige Systeme haben, sondern eben nur in dem Bereich Deutschland etc. Und wir müssen einfach an der Stelle ja zur Kenntnis nehmen, dass diese Klagen gegen Unternehmen wahrscheinlich die einzige Chance sind, wirksam auch globale Emissionen in den Griff zu nehmen. Wenn, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, die Klimadiplomatie dazu nicht in der Lage ist. Aktuell gibt es das hier, das haben vielleicht einige von Ihnen auch verfolgt. Die Deutsche Umwelthilfe hat bereits Klagen erhoben gegen BMW und Daimler. Wir warten noch auf Antwort von VW. Die Thesen sind im Prinzip ganz einfach. Großemittenten haben Verkehrssicherungspflichten, Schäden möglichst zu vermeiden. Sie müssen sich zur Erfüllung jedenfalls wie ein Staat an ein nachvollziehbares Budget halten. Das Zweite ist eben, eine zivilrechtliche Verantwortung gibt es und die bezieht sich auf mehr als die selbst physisch, also durch die eigenen Schornsteine verursachten Emissionen. Ein Verschulden ist nicht erforderlich und es gibt auch keine Rechtfertigung, weil einfach das Treibhausgasbudget absolut ist. Da stehen wir also an der Stelle. Es bleibt abzuwarten, was passiert. Ich weiß, dass ähnliche unternehmensbezogene Klagen auch in anderen Jurisdiktionen unterwegs sind. Das liegt einfach schlicht daran, dass wir natürlich jetzt völlig anders als noch 2015, als das Gesuchen in der Schweiz losging zum Beispiel, die Möglichkeit haben, tatsächlich Treibhausgasbudgets nach Sektoren und nach Staaten zu berechnen. Ja, der EGMR, ich bin jetzt auch gleich fertig, der Europäische Menschengerichtshof ist ein interessanter Akteur in diesem ganzen Konzert. Er ist jetzt aufgerufen, eine Standardbestimmung vorzunehmen, die potenziell aufgrund dieser Klage der Kinder aus Portugal gegen 33 Vertragsstaaten ganz standardsetzend sein könnte für den gesamten Kontinent. Die Klimaseniorinnenklage und eine Klage aus Österreich sind auch anhängig, sind aber natürlich dann beschränkter auf jeweils ein Land. Die Argumentationen sind eigentlich ziemlich ähnlich und auch die Anträge sind ähnlich. Es geht insbesondere eben um die Verletzung von Artikel 2 und 6 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die schon auch in dem Urgenda-Urteilen in den Niederlanden angewendet worden sind, also Leib, Leben, Gesundheit und Familie. Das ist einfach eine Besonderheit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der Antrag ist der einer Feststellung eines Verstoßes. Aber eigentlich geht es natürlich wieder um die Frage, was bedeutet Paris eigentlich für den Einzelnen? Ist Paris überhaupt relevant? In welcher Form ist das Treibhausgasbudget für eine Menschenrechtsverletzungsbestimmung relevant? Ist das so, wie das Bundesverfassungsgericht es gesagt hat, letztlich eine Beschränkung von Freiheiten in der Zukunft, wenn wir jetzt nicht genug tun? Oder ist es eine Schutzpflichtverletzung jetzt sofort? Dann müsste eigentlich die Klage aus der Schweiz Erfolg haben. Es sind dort verschiedenste Themen zu beachten. Bei der Schweiz zum Beispiel das Konzept der extraterritorialen Emissionen und auch der Kompensation. Ja, die Schweiz trägt ja immer vor, ich muss gar nicht so viel zu Hause machen, ich kann mir irgendwoher Zertifikate kaufen, wie auch immer das funktionieren soll. Es sind da wirklich viele Rechtsfragen offen und offen ist natürlich auch, wie der Gerichtshof da entscheidet. Klar ist,
Das hatten wir vorhin schon gesagt, dass aufgrund der Tatsache, dass die europäische Klimaklage, die Protect the Planet German Watch insbesondere eben vorangetrieben hat, dass die abgelehnt wurde, ist der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg vorne, wenn man das als Rennen der Gerichtshöfe hier ansieht. Und aus dem Grund hat wahrscheinlich auch die Europäische Kommission hier interveniert und sich beiladen lassen, um dazu mal noch ein Wort sagen zu können. Es wird sehr, sehr interessant in den einzelnen Fällen. Das sind auch unterschiedliche Kammern befasst. Wann die Entscheidung kommt, wissen wir nicht. Ich kann gerne nachher noch mal was zu der Argumentation der einzelnen Staaten in diesen Verfahren sagen. Fakt ist, wir haben dort gleichzeitig die ganz junge Generation und die ältere Generation, ich bin auch schon alt, also ältere Generation, anhängig. Und es wird also definitiv auch notwendig sein, dass der EGMR da einen Ausgleich schafft, beziehungsweise sich aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach entscheidet, die Schutzpflichtverletzung eher allgemeiner zu betrachten und nicht so spezifisch, wie das Bundesverfassungsgericht das gemacht hat. Wir werden sehen und das war's. Und ich würde jetzt meinen Bildschirm stoppen und kann dann gerne, bin ein bisschen länger gewesen, Entschuldigung. Ja, danke Frau Verheyen, danke Roda. Fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer, das sitzen. Sehr schön, es war ein total spannender Überblick und vielen Dank auch, dass du nochmal in so einen Ausblick gegangen bist. So im Nachgang zum Klimabeschluss, ich denke, es ist immer sinnvoll, diesen Klimabeschluss als Teil eines großen Ganzen darzustellen. Natürlich, du hast gesagt, die Richterinnen haben immer ihren eigenen Fall im Blick, aber sie beziehen sich ja natürlich auch immer wechselseitig und werden auch von verschiedenen und vorausgegangenen Klagen und eben auch unter anderem der Klimaklage, die du vor dem Verwaltungsgericht in Berlin geführt hast, die wird ja auch im Grunde, auf die wird auch maßgeblich Bezug genommen im Klimabeschluss. Also ich denke, das ist immer sinnvoll, sich das nochmal zu vergegenwärtigen und jetzt aber auch tatsächlich die Perspektive, so ein bisschen den Shift hinzubekommen von Klimazielverschärfung. Die Diskussion ist so mehr oder minder durch, hast du mal gemeint. Es geht jetzt hier vor allem um die Umsetzung und wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie kommen wir dahin, was Dino uns letztlich auch angemahnt hat. Du hast auch nochmal schön gesagt, die Verfahren überholen mittlerweile die Klimapolitik. Und ich würde jetzt einmal kurz in den Chat reinwerfen, weil da haben wir natürlich einige Fragen, bevor ich dann meine stelle. Ich glaube, dazu müssen wir dann vielleicht gar nicht mal kommen. Genau, die Frage, die vorhin ja nochmal gestellt wurde, von Klimapolitik als Freiheitsbeschränkung zu Klimapolitik als Freiheitssicherung, das hast du ja im Grunde ganz schön beantwortet, auch nochmal im Hinblick auf die Transformation und den Bestandsschutz. Wer muss sich hier eigentlich für was mittlerweile rechtfertigen? Ich weiß nicht, ob du dazu noch ergänzen möchtest. Ja, Entschuldigung, ich muss mich immer wieder entstummen, weil manchmal rauscht es sonst. Also man muss sich vor Augen führen, dass die Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts wirklich eigenartig ist. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir wirklich Klimafolgen messen, sehen, fühlen können, auch in Deutschland. Und trotzdem stellt das Bundesverfassungsgericht nicht auf die Klimafolgen ab für die Freiheitsrechteverletzung, sondern auf die Effekte von Klimaschutzmaßnahmen in der Zukunft. Und das führt natürlich zu einer, ja, zu einer wirklich etwas schiefen Debatte. Denn wenn man das so liest, denkt man, ja, das ist total logisch, aber de facto, es ist intuitiv falsch. Weil es geht nicht aus meiner Sicht primär um die Frage der Freiheitsbeschränkung durch Klimaschutzmaßnahmen. Also kann ich mein Auto mit Verbrennungsmotor 2040 noch fahren? Sondern es geht natürlich um die gesundheits- und lebensbedrohlichen Zustände, die wir jetzt schon sehen. Und das ist etwas, was man einfach auch gerade so im Kontext, wenn der Europäische Gerichtshof jetzt der für Menschenrechte entscheidet, was man einfach genau anschauen muss. Wo geht es dahin? Vielleicht macht das auch keinen Unterschied. Aber es führt jedenfalls zu einer wirklich neuen, wie Linus vorhin auch schon gesagt hat, neuen Bewertung von Freiheitsrechten. Also nicht frei von Gesundheitsbeeinträchtigung zu sein und nicht frei von, ich weiß nicht, brechenden Deichen zu sein, ist relevant an der Stelle, sondern frei von
Freiheitsbeschränkungen durch massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens beim Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Und das ist schon sehr spannend. Ich gehe davon aus, dass das noch sehr viele Juristinnen und Juristen auch in Doktorarbeiten etc. Beschäftigen wird. Man muss auch einfach sagen, in der Form, in der Konsequenz, so wie es das Bundesverfassungsgericht getan hat, hat das keiner der Beschwerdeführer vorgetragen. Unterschiedliche Schattierungen und so, aber das ist wirklich eine Kreation, wahrscheinlich basierend auf einer Doktorarbeit von vor ein paar Jahren. Sehr spannend. Hier war nochmal ein bisschen die Anmerkung zum Thema, begründet das Urteil, also der Beschluss dann in dem Fall ein Recht auf Klimaschutz, oder ist es nicht eher so, dass es den zukünftigen Generationen ein Recht auf Emissionen zugesteht? Ich finde, das ist auch immer nochmal ein sehr guter Punkt, den man vielleicht klarstellen sollte. Ja, diese Debatte findet sich im Moment in juristischen Zeitschriften. Man kann das so und so auslegen. Fakt ist, der Tenor sagt, man muss den Weg zur Treibhausgasneutralität planen. Das ist das, was eigentlich der Rügepunkt ist. Man darf nicht offen lassen, was nach 2030 passiert. Das ist das eigentliche Problem für das Bundesverfassungsgericht. Und deswegen kann ich nicht sehen, dass hier ein Recht auf Emissionen zugebilligt wird, sondern tatsächlich der Gesetzgeber soll einen schlüssigen, also so habe ich vorgetragen, einen schlüssigen Reduktionspfad vorlegen bis zur Treibhausgasneutralität, der auch in irgendeiner Form eben sich mit einem Budget deckt. Also ob das dann dasselbe ist, ich finde nicht. Und um die Frage, ob irgendwie jeder ein Emissionsrecht hat, das entscheidet das Bundesverfassungsgericht nicht wirklich an der Stelle, weil es eben um gesetzgeberische Pflichten geht. Dann haben wir eine Rückfrage von Marc. Wie geht man im verfassungsrechtlichen Kontext damit um, dass die Pariser Klimaziele, konkret das 1,5-Grad-Ziel, wahrscheinlich nicht mehr erreichbar sind? Das sehe ich nicht so. Ich glaube, sie sind erreichbar. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Kurz und knapp. Und auch eine Antwort. Genau, dann nochmal die spannende Frage auch zum Thema, inwiefern sich die Argumentation des Klimabeschlusses auf andere Umweltprobleme übertragen lässt, die einen Budgetansatz zulassen. Also hier wird etwa die Versauerung der Meere, Süßwasserknappheit, Flächenversiegelung angesprochen und Stichwort Biodiversität. Ja, im Grundsatz geht es ja bei der zukünftigen Freiheitsbeschränkung um die These, dass zur Ausübung von Freiheiten verschiedenste Lebensbereiche erforderlich sind und verschiedenste Tätigkeiten von Menschen erforderlich sind. Ich gehe davon aus, dass man diese These auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Wie das dann quantifizierbar ist oder aber also zuspitzbar im Hinblick auf den Pflichtenmaßstab, das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns alle in der nächsten Zeit auch mit beschäftigen müssen und werden. Auch da geht die juristische Debatte auch im Verfassungsblock ja durchaus schon in alle möglichen Richtungen. Genau. Ich glaube, in dem Chat wurde auch einmal auf den Verfassungsblock verwiesen. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein. Wir haben noch eine Frage. Also wir haben mehrere. Ich muss gerade mal ein bisschen nachsortieren. Genau, da kam eine Rückfrage von Nele, dass der Beschluss ja nur die Zielsetzung des Klimaschutzgesetzes betrifft. Lässt sich in Zukunft auch die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen einklagen? Darauf bist du ja im Grunde mit den Vollzugsklagen im weitesten Sinne nochmal eingegangen. Ich weiß nicht, ob du das noch ein bisschen ausführen möchtest. Also das ist etwas, was es zu beobachten gilt. Die Deutsche Umwelthilfe hat schlicht und einfach beim OVG Berlin-Brandenburg Klagen anhängig gemacht auf Umsetzung der Ziele der Anlage zum Klimaschutzgesetz. Hat im Prinzip einfach nur schlüssig und sinnvoll und auch richtig vorgetragen, dass es momentan kein Programm gibt. Der Klimaschutzplan ist von 2016. Er ist nicht nur unzureichend zur Erreichung der alten Ziele, er ist insbesondere natürlich auch unzureichend für die Erreichung der neuen Ziele. Wir haben Gesetze in verschiedensten Bereichen, also Kohleausstieg wurde schon genannt. Wir haben
das Gebäudeenergiegesetz für den Gebäudesektor. Die Auseinandersetzung darüber, ob die Maßnahmen im Klimaplan im Moment überhaupt geeignet sind, um das zu erreichen, die läuft auch vor Gericht und wir müssen einfach sehen, wie das Oberverwaltungsgericht das sieht. Wir haben dort auch das Problem der Klagebefugnis. Wie so oft im Verbandsklagebereich wird argumentiert, dass es gar kein Klagerecht gibt. Und da werden wir natürlich alle das Augenmerk drauflegen. Eins ist klar, ich halte das für absolut unvertretbar, auf der einen Seite zu sagen, es gibt eine Freiheitsrechtbeeinträchtigung in der Zukunft und andererseits zu sagen, das kann keiner einklagen, dass diese Ziele, die dann angeschärft werden, beziehungsweise der Gesetzgeber dann zur Erfüllung erlässt, die können nicht eingeklagt werden. Das halte ich für völlig unvertretbar. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das OVG Berlin-Brandenburg sich da bewegt. Ja. Ja, danke für die Einschätzung auch nochmal. Ich glaube, da dürfen wir gespannt sein. Es sind ja viele Verfahren, du hast über mehrere gesprochen und auch über die, die sich jetzt eher im zivilrechtlichen Bereich gegen nichtstaatliche Akteure richten. Ich muss gerade mal gucken, ob hierzu konkret eine Rückfrage war. Ja, interessant ist vielleicht an der Stelle, dass ebenfalls bei der VW, bei dem VW-Anspruch, den wir geltend gemacht haben, da ist ja Fridays for Future auch schon wieder dabei. Und in dem Anspruch werden tatsächlich sowohl junge Generation als auch ältere Generation miteinander verbunden. Also diesen Schritt sozusagen auf der einen Seite eben mit den intertemporalen Freiheitsrechten zu argumentieren, aber gleichzeitig eben mit den akuten Gefahren für Leib und Leben auch für ältere Personen, der Schritt, der wird da in dieser Klage auch zum Tragen kommen. Sehr spannend, auch zu der VW-Klage, die ist ja auch noch nicht eingereicht, meines Wissens. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, wie ihr da vorgegangen seid. Ja, das ist ja alles öffentlich. Greenpeace hat sich entschlossen, aufgrund einer sehr tiefen Analyse vom Verhalten von VW als ganzen Akteur, ein Anspruchsschreiben rauszuschicken. Wir haben dort eine lange Erwiderungsfrist gesetzt. Da geht es letztlich um das, was ich eben sagte, nämlich jedes große Unternehmen hat eine eigene Pflicht, sich auf den Weg zur Treibhausgasneutralität zu machen, innerhalb eines schlüssigen Budgets. Das tut VW derzeit nicht. Und ich habe bisher noch keine Antwort von VW erhalten offiziell. Ich gehe davon aus, dass ich irgendeine Antwort erhalte. Wenn nicht, dann werden wir Klage einreichen. Die ist im Wesentlichen fertig. Aber ich finde, es geht hier ja um wirklich große Transformationen auch in so einem Unternehmen und man muss darüber sich auch auseinandersetzen. Ich fände es schade, wenn diese Auseinandersetzung erst vor Gericht passiert, aber wenn das so ist, dann ist es so. Wir gehen davon aus, dass die Klage, die wir da erheben werden, schlüssig ist. Die ist natürlich nicht einfach, auch für ein Zivilgericht sich anzuschauen, aber wir haben da ja die laufende Klage von unserem Mandanten Saul Luciano Yuga aus Peru gegen die RWE AG auch so ein bisschen als Beispiel im Rücken, wo das Oberlandesgericht Hamm ja schon mehrfach zu Papier gebracht hat, dass das deutsche Zivilrecht auf den Klimawandel in sich und an sich anwendbar ist. Und darauf bauen wir auf. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich glaube einfach, dass zum Beispiel an der Stelle auch deutlich wird, dass allein die Rahmensetzung in Deutschland vielleicht nicht ausreicht. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Schlenker zu dem RWE oder Ruhr Rasfall. Das ist, glaube ich, einer der Fälle, die uns im nächsten Jahr auch noch weiter begleiten werden. Da ist ja jetzt bis Frühjahr die Beweisaufnahme angesetzt vor Ort. Da denke ich, lohnt es sich tatsächlich auch nochmal bei Gelegenheit nachzufassen. Vielleicht ist das auch ein spannendes Thema dann für unsere nächste Runde der Seminarreihe. Ich glaube, du hast jetzt gerade auch nochmal den Punkt gemacht, wie die verschiedenen Fälle aufeinander aufbauen. Im Nachgang zum Klimabeschluss sind ja dann im Grunde auch nochmal verschiedene nationale Klimaklagen sehr erfolgreich durchgegangen, also in Belgien etwa. Wie hat denn die Community, wenn ich sie mal so nennen will, auf diesen Klimabeschluss reagiert oder wie wurde der rezipiert, aufgenommen, repliziert? Genau. Und wie schätzt du das im Grunde auch ein, wie das Bundesverfassungsgericht entsprechende Vorläuferklagen eingebaut hat? War das ausreichend? Hätte das noch mehr sein können? Wie bezeichnest du diesen Dialog der Gerichte?
Also erstmal kann ich nur nochmal betonen, wie ich das schon oft gemacht habe, dass man wirklich dankbar sein kann, hier in Deutschland zu sein, wo der Rechtsstaat in der Form funktioniert und man ein so ausgewogenes Urteil erhält mit so viel Wissenschaftsoffenheit und Rezeption von Fakten und von ausländischen Urteilen. Das ist ja nicht selbstverständlich, zumal das auch noch ein einstimmiger Beschluss war. Ich glaube, dass das Gericht die ausländischen Urteile, soweit es relevant war und sinnvoll war, auch rezipiert hat. Ich glaube, das hat sicherlich zumindest geholfen. Wir haben ja auch tatsächlich mehrere Urteile aus dem Ausland eingereicht und übersetzt zu diesem Zweck. Ich glaube, dass wenn man in einem Sachbereich unterwegs ist, wie dem Klimawandel, der ja für die Gerichte immer noch auch neu ist, es ist gut zu wissen, es gibt auch andere Gerichte, die entscheiden und die sich daran trauen. Entscheidungserheblich war es nicht. Entscheidungserheblich wäre tatsächlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, weil ja die deutschen Grundrechte immer auch im Einklang mit den europäischen Menschenrechten auszulegen sind. Ich wäre gespannt zu sehen, wie der Europäische Menschengerichtshof zum Beispiel das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wertet. Die Grundrechtsdogmatik ist ja durchaus unterschiedlich, aber selbstverständlich sind die Auslegungen zu den einzelnen Grundrechten und den Schutzdimensionen auch für Straßburg relevant. Da wird ja auch immer wieder drauf Bezug genommen. Ob das noch mehr hätte sein können oder nicht, also da fällt mir schwer. Vor allem, weil ja das Bundesverfassungsgericht das erste Gericht ist, das wirklich so nach vorne gewandt und sozusagen ohne Beschränkung auf 2020 oder 2030 oder irgendetwas tatsächlich so Rechtsgrundsätze aufstellt, die so weit anwendbar sind. Also ne, zum Beispiel im Unterschied zu dem Ochrenda-Urteil oder den Ochrenda-Fällen. Das gilt ja jetzt für immer, was da drin steht in unserem Urteil, unserer Entscheidung. Das war ja ein Beschluss. So. Genau. Ich würde jetzt vielleicht noch aus dem Chat eine letzte Frage stellen, bevor sich auch diese Einheit dem Ende zuneigt. Welches, die habe ich jetzt gerade aus dem Takeaway, man muss persönlich betroffen sein, um den Rechtsweg beschreiten zu können. Welche Mittel gibt es, um bestehenden gesetzlichen Rahmen auszuschöpfen, wenn man kein Klimabetroffener ist? Kann man denn das heutzutage noch sagen, dass man selbst kein Klimabetroffener mehr ist? Also ich glaube, wir sind alle klimabetroffen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja da auch wirklich keinen Unterschied gemacht zwischen den verschiedenen Antragstellerinnen und Antragstellern. Das merkt man, wenn man die Entscheidung liest. Es waren ja sehr unterschiedliche Antragsteller. Also bei mir eigentlich nur Jugendliche und junge Erwachsenen, aber bei den Kollegen vom BUND waren es ja auch ältere Semester. Da ist kein Unterschied gemacht worden. Und ich glaube tatsächlich, man wird davon ausgehen müssen, dass die Grundrechtseinschränkung, die hier geltend gemacht wurde, von allen unterschiedslos gilt. Aber die Frage ist, worum und wozu geht es eigentlich? Und da ist auch der Unterschied. Ja, also die Einhaltung der Klimaziele vor dem OVG Berlin-Brandenburg. Also wenn das OVG wirklich dazu kommt, zu sagen, es gibt keine Verbandsklagebefugnis, wie ich schon gerade gesagt habe, dann würde ich davon ausgehen, dass jeder unter dem Hinweis auf die Grundrechtsrelevanz und den Verfassungsrang der Treibhausgasminderungsziele über Artikel 20a dann deren Umsetzung einklagen kann. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was das OVG Berlin-Brandenburg wirklich möchte. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Fluss, da wir kein Gesetz haben. Also im Klimaschutzgesetz steht, dass das nicht gehen soll. Der Gesetzgeber hat da extra reingeschrieben, diese Ziele entfalten keine subjektive Wirkung. Nun, das Bundesverfassungsgericht hat das ein bisschen anders gesehen, würde ich denken. Aber das ist jetzt zu entscheiden. Ich hoffe, wir müssen es nicht. Also wie gesagt, das ist ja keine Aufforderung, jetzt Tausende von Klimaklagen einzureichen. De facto ist es so, wie am Anfang gesagt wurde, wir sind jetzt eigentlich in der Umsetzungsphase. Und es wäre gut, wenn wir alle unsere Energie in die Umsetzung geben könnten. Ja, danke. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir wären alle froh, wenn wir Klimaklagen, glaube ich, nicht führen müssten. Und jetzt geht die ganze Energie tatsächlich in die Umsetzung. Ich möchte mich nochmal
ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referenten aus dem heutigen Seminar bedanken. Ich glaube, wir haben viele spannende Einblicke mitnehmen können. Linus hat sich vorzeitig schon verabschiedet. Er musste noch zum Zug. Er lässt ausrichten, er sei ein großer Fan von den Klimaseniorinnen und von Roda Verheyen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz schöner Abschied. Ich habe mir verbleibt im Grunde nur noch auf die Seminare für nächste Woche zu verweisen. Da werden wir auch die Gelegenheit haben, tatsächlich auf die Verfahren vor dem EGMR nochmal genauer einzugehen, kommenden Dienstag. Und jetzt muss ich in meine Unterlagen schauen. Genau, am Dienstag, den 5. Oktober und am Donnerstag, den 7. Also nächste Woche Dienstag und Donnerstag haben wir einmal Klimaklagen auf europäischer Ebene, Chancen und Hürden. Frau Verheyen hat ja schon darauf hingewiesen, dass das ganz entscheidungserhebliche Verfahren sein werden, mit einer erheblichen Breitenwirkung, um sozusagen. Und dann haben wir am Donnerstag, den 7. Oktober, nochmal ein Seminar zu Klimaklagen vor internationalen Gerichten. Warum gibt es keine und was muss geschehen, damit es welche gibt? Darauf hatte Frau Verheyen ja in ihrem Ausblick bzw. in dem Panorama, das sie uns da quasi dargestellt hat, auch nochmal hingewiesen, dass das eigentlich noch ein Vakuum ist in diesem ganzen Klimaklagegeschehen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich denke, Sie sind in einem Chat mit ausreichend Hintergrundinformationen versorgt worden. Bei Bedarf können wir gerne auch die Präsentation der Referentin zur Verfügung stellen. Da reicht im Grunde ein kurzer Hinweis dann auch nochmal an die Organisatorin dieser Seminarreihe. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz schönen Abend und ja, bis nächste Woche. Und bleiben Sie gesund.